Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat nach einer kurzen und gar nicht so planmäßigen Sommerpause. Heute in Dreierbesetzung mit den Herren Thomas Raukamp, hallo zusammen. Kaspar von Alverden. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Eigentlich haben wir wenig verpasst in der Zwischenzeit, oder? Ist so viel nicht passiert. Ja, das war jetzt der kürzeste Podcast, den wir je gemacht haben. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja, macht's gut. Ich muss sagen, ich sitze hier am heiligen Platz von Sven T. Möller. Ach, jetzt sag das doch nicht, der hört das doch bestimmt. Ja, aber guck mal, er ist ja in Babypause und so. Ne? Kaum sitzt du da, liegst du wie Herr Möller. Man kann hier nur liegen, glaube ich. Ach, das ist der Punkt, okay. Meinst du, schickt das böse Postkarten aus dem Urlaub? Also um jetzt mal aus dem Nähkästchen geh da weg. Diejenigen, die unser Büro nicht kennen, häufiger kommen hier Leute rein und suchen Sven. Und sind entsetzt. Und sind entsetzt, dass er nicht da ist, obwohl er eigentlich nur hinter seinem Monitor liegt und also durchaus arbeitet. Das ist ja durchaus mit der fleißigste Kollege hier bei uns, aber die Leute sehen ihn dann einfach nicht und gehen wieder. Total gute Taktik. Aber sie sind sowieso entsetzt, wenn sie hier ins Büro kommen. Wieso? Heute Morgen wurde es als deutlich technischer als die anderen Büros bezeichnet. Tatsächlich, wer war so unklug? Unsere neuen Azubis wurden rumgeführt. Ah. Ja. Tag der Aufnahme 1. August, neue Azubis. Ja. Toll, super. Technischer als die anderen Büros. Und ich habe dann gesagt, das ist wahrscheinlich nur ein Synonym für unaufgeräumter, oder? Das habe ich verpasst, da war ich gerade im Telefongespräch. Ja, ja, du hast da taktisch richtig in dem Moment telefoniert. Ja, Schacks, Arbeitsplatz ist technischer als andere Müllhalden. Aber hier stehen nur wichtige Sachen. Hier stehen Tee und Deo und sowas. Und Salzstangen. Und unsere Kleingeldkasse. Und immer gutes Buch, falls er langweilig wird, von Douglas Adams. Also immer. So. Ihr seht schon, das wird, oder ihr hört schon, das wird keine sehr detailliert inhaltlich tiefe Folge. Doch. Da fangen wir jetzt an. Ja, das machen wir jetzt. Podcast ist so ein Thema. Wir machen gerade einen und Apple möchte da jetzt auch irgendwie anders einsteigen. Da haben Menschen, die aktuelle Mac Live, das ist die Ausgabe mit dem Titelthema, wie man mehr aus seinem Mac rausholt, so leistungstechnisch. Ausgabe 217. Die mit Johnny Ive oben rechts in der Ecke. Die ist klasse geworden. Die 09 2019. Ja, ich war ja auch nicht dabei. Beste Mac Live dieses Monats. Ja. Menschen, die diese Mac Live haben und die AR-App von Augmality nutzen, finden da unter anderem schon so ein Mini-Podcast von Herrn von Alverden und mir, denn wir haben uns da schon mal über diese ganze Podcast-Thematik ausgelassen. Müssen wir das eigentlich aber hier auch nochmal tun? Wieso sind die Möwen jetzt eigentlich zurück? Das muss so. Achso, okay, gut. Rechtzeitig zur Aufnahme schreien die. Sag mal. Aber das ist gut, da haben die Leute auch ein bisschen das Gefühl, dass wir aus dem Segelboot sitzen und also die so hoch, was wir auch tun, natürlich. Ja, natürlich. 14 Meter Yacht. Ja. Ja. Nur in Badehose alle. So. Ach, ihr habt eine Badehose an. Verdammt. Ich wusste nicht, dass das Vorschrift war heute. Es gibt keine Vorschrift. Nachdem du extra in einem Schweizurlaub, in einer Schweizreise für 1 Million Euro eine Badehose gekauft hast. Und da musst du sie auch tragen im Büro. Seitdem trägt er sie im Büro. Das war wirklich frech. Ich war in Montreux in der Schweiz, dienstlich, rein dienstlich. Und Montreux ist direkt am Genfersee gelegen. Und ich habe dann da in Begleitung entschieden, dass dieser See eigentlich auch geschwommen werden muss. Weil wenn man schon mal direkt vom Hotel so einen See hat, mit dem Alpenpanorama dahinter, total cool. Und sind dann noch in die Stadt gelaufen und haben zuerst entschieden, okay, Schweiz, hier ist alles teuer, wir steuern einfach den lokalen H&M an. Die Badeklamotten müssen genau 2 Tage halten, wird dann schon reichen. In dem H&M-Laden in Montreux enden Herrenhosen bei Größe M. Das ist leider, glaube ich, inzwischen generell bei H&M so. Also dass mir das nicht passt, ist so das eine Thema, aber M als Größe finde ich schon wirklich frech. Ja. Ich habe in einem Sportartikel-Fachgeschäft habe ich eine Badehose in meiner Größe gekauft für umgerechnet 64 Euro. Oh, das ist aber auch ein schönes Modell gewesen. Was kann man damit tun, außer baden für das Geld? Gar nichts. Das ist die teuerste Hose, die ich besitze. Ich glaube, ich habe sogar für Anzughosen weniger bezahlt. Hat sich denn wenigstens das Bad gelohnt? Es war toll. War es kalt? Nee, es ging. Okay. Also für so einen Bergsee halt, ne? Kälter, ja. Als man das so gedacht hätte, aber angenehm. Unsere Hörer aus der Schweiz können uns ja gerne mal anrufen
ob Badehosen in der Schweiz generell bei M aufhören und warum. Ja. Das würde uns interessieren. Oder ob die einfach knappes Gut sind. Ja. Badehosen in der Schweiz. Ist ja auch schwer, dass da mit den ganzen Bergen alles hinzukommen. Ich wollte gerade sagen, das muss da ja irgendwie hinkommen. Und ja, dann gibt es so wenig mehr und so. Ja. Ich habe während eines Türkei-Urlaubs mal, da hatte ich auch, also dummerweise zu Hause, wir, die wir aus Schleswig-Holstein kommen, hier eigentlich immer mehr um uns rum haben, habe ich natürlich dummerweise trotzdem nicht mitgedacht und vor dem Türkei-Urlaub alles eingepackt in meinen Koffer, aber keine Badehose. Dachte ich, wäre ja kein Problem auf den vielen Märkten, die es da so gibt, so in Siede und so. Habe ich also verzweifelt versucht, eine Badehose zu kaufen, was auch total einfach war natürlich und total günstig im Gegensatz zu Montreux. Aber es ist mir nicht gelungen, eine Badehose zu kaufen, die nicht ein Ralph Lauren Logo hatte, das mindestens 12x12 cm groß war. Und mit Schreibfehler. Ralph mit F geschrieben, da habe ich mich gewundert. Lauren, L-O-R-O. Dafür hat sie umgerechnet 80 Cent gekostet. Was ja, soll's? Dann. Ja. Und du trägst sie immer noch regelmäßig, oder? Genau, zum Beispiel heute. Für 80 Cent hätte ich nicht mehr dieses Zuschnürbenzel da bekommen, der Scheiß. Naja. Na gut, was macht Apple denn so? Podcast, das war eigentlich das, wie wir zum Thema Badehose kamen. Genau. Ja. Von der Wörden mit dem Ernst zurück in die Sendung. Ja. Und schwupp, Pause. Und schwupp, Pause. Nichts passiert bei Apple. Apple denkt wohl darüber nach, nachdem man jahrelang sich beim Thema Podcast so halb zurückgehalten hat, indem man eine Podcast-App zur Verfügung gestellt hat, die Leute da aber ihre eigenen RSS-Feeds reinladen konnten. Also Apple quasi nur die App bereitgestellt hat und ein bisschen Technik drumherum, aber zum Beispiel keinen Speicherplatz und solche Dinge. Ein bisschen Technik drumherum. Apple ist ja irgendwie 90% alles Podcast-Traffics. Genau, ja, geht ja über Apple. Ich meine, so ein bisschen Technik stellen die schon zur Verfügung. Ich wollte noch dazu sagen, dass das der große Vorteil auch war und ja immer noch ist, dass die Leute dort einfach ihre Sachen hochladen können. Das heißt, Apple hat unglaublich viel Content, unglaublich viel Podcast und hatte das ja schon seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten noch nicht, aber seit vielen langen Jahren und ist deswegen Marktführer, was so die Bereitstellung von Podcasts betrifft, zumindest über die App, die Podcast-App. Und jetzt denkt man aber drüber nach, Exclusive-Podcasts wohl zu machen. Yay. Yeah. Ist das gut? Uns hat noch keiner gefragt. Das hat uns ein bisschen erschreckt, um ehrlich zu sein. Ja. Nachdem wir doch der einzige deutschsprachige Technik-Podcast sind, der sich mit Apple beschäftigt. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe da eine zwiegespaltene Meinung. Ich glaube, für gerade so Apple-Podcasts wäre es egal, weil man sich da keine Zielgruppe wegnimmt. Also Menschen, die uns jetzt hören, haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Apple-Gerät, auf dem sie diesen Podcast hören. Das zeigen Statistiken. Wir haben so ungefähr 1% der Leute laden die Podcasts mit einem Android-Gerät runter. Ja. Das ist wahrscheinlich Thomas. Ach Mann. Ich wollte heute so nett sein, aber ich ändere gerade meine Meinung. Für diese Podcasts würde es funktionieren. Das sind aber auch die Podcasts, die für Apple weit wenigstens interessant sind, weil Apple natürlich die Podcasts haben möchte oder Podcasts haben möchte, die die Breite der Podcast-Hörerschaft eher anspricht. Dinge, die also jetzt auch in den Apple iTunes Podcast-Charts weit oben sind, wo es eigentlich vor allem um Selbsthilfe, Sex und Crime aktuell, viel Crime-Podcast, ja, viel Crime, aber das geht. Irgendwie passt das überhaupt nicht zu Apple, also weder Sex noch Crime. Ja, und ich glaube auch, dass diese Podcasts nicht gut damit bedient wären, so einen Deal anzunehmen, weil die sich dann ja die ganze Hörer, die Nicht-Apple-Hörerschaft selbst abschneiden. Ja. Also wenn, müsste Apple das so machen, wie Spotify das ja inzwischen auch tut, und eigene Podcasts aufbauen, nicht welche dazu kaufen. Ja, genau. Spotify ist da sowieso sehr rege geworden. Spotify hat das Thema Podcasts entdeckt und möchte es gerne sehr viel mehr featuren, möchte einer der führenden Anbieter Akkumulatoren für Podcasts sein und hat zum Beispiel, wenn ihr Spotify benutzt, mal in eure App guckt, die Podcast-Vorschläge sind in der App nach oben gerutscht. Ja.
Und dieser Reiterbibliothek, wo eigentlich alles drin ist, was man so nutzt an oder was man so gespeichert hat an Musik, da taucht jetzt neben Musik gleichberechtigt das Thema Podcasts auf. Das ist also sehr, sehr spannend, was Spotify da irgendwie macht. Ich sehe das immer so ein bisschen, wenn ich auch immer so Schlagzeilen lese, dass Podcasts der nächste Milliardenmarkt sind und so, da habe ich immer so ein bisschen Angst um die Märkte oder um das Format an sich, weil immer wenn jetzt die großen Anbieter sich drauf schmeißen mit ihren ganzen Konzepten und ihrer Professionalisierung, da habe ich immer so ein bisschen Angst um das Format, dass es nicht nur verwässert wird, sondern auch so ein bisschen werblich totgeritten wird. Ja, und die Unabhängigkeit geht ja auch verloren. Also es ist ja auch ein, wie ich finde, großer Pluspunkt von Podcast, da du einfach das mit der Welt frei teilen kannst, kümmert sich auch niemand darum, was da für Inhalt, also niemand sagt von oben herab, das muss übrigens im Podcast rein oder das geht gar nicht oder so. Ich möchte jetzt Apple nicht vorwerfen und auch Spotify nicht, dass man aktiv in Dinge eingreift, aber sobald jemand für was bezahlt, steckt man in so eine Art Abhängigkeit, die einfach da ist. So. Es verliert so ein bisschen diesen anarchischen Faktor. Ja. Ne? Und das wäre eigentlich schade. Und das geht heutzutage halt immer schneller. Ne? Kaum ist irgendwie ein soziales Netzwerk irgendwo in irgendeiner Altersklasse erfolgreich, siehe Instagram und Snapchat. Sofort werden irgendwelche Konzepte in irgendwelchen Marketingabteilungen gesponnen, wie man denn da agieren könnte, um da seinen maximalen Profit rauszuholen. Und dann ist oft so ein Ding fast schon wieder tot, jedenfalls für mich. Ich verliere da jegliches Interesse. Das passiert hier im Hause natürlich nicht. Ich finde auch, dass deswegen der Vergleich zu Netflix hinkt, weil ja immer gerne Leute sagen, wer wird denn das nächste Netflix für Podcasts? Es wird alles zurzeit mit Netflix verglichen. Genau, das Ding ist einfach, dass Netflix, also Fernsehserien hat ja niemand frei vor sich hin produziert und dann mit der Welt geteilt. So, das war einfach technisch und finanziell einfach nicht möglich. So, wenn ich das gekonnt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Aber das geht natürlich nicht. Und so ein Podcast ist halt super schnell aufgenommen mit wenig Equipment und auch einfach mal eben schnell produziert im Vergleich zu sowas wie einer Serie. Und deswegen hinkt das so ein bisschen, finde ich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Thema Podcast, das hatte ja schon mal so ein kleines High, das fast schon wieder so ein bisschen tot war, so für meine Empfindungen, so ein bisschen wieder in den Untergrund verschwunden ist. Dann ist es jetzt wieder sicherlich auch durch die höheren Geschwindigkeiten des Internets und Geschwindigkeiten auch mobil wieder hochgekommen, sodass man, so wie wir, auch mal einen 3-Stunden-Podcast machen kann und den unterwegs hören kann und so weiter. Das spielt da natürlich alles rein. Ja, und jetzt steht es an der Schwelle zur Kommerzialisierung. Und ich rede nicht von dieser Kommerzialisierung, dass die Radiosender, so wie Deutschlandfunk und so weiter, natürlich auch mittlerweile diesen Markt für sich entdeckt haben und teilweise hochwertige Sendungen da reinstellen. Das finde ich eher eine Bereicherung. Ja, die sind ja auch, die kommen da ja quasi her vom Ton, finde ich. So, ja, da ist das in Ordnung. Die wissen es zu schätzen, ja. Viel, viel spannender finde ich, dass gerade so Zeitungsverlage da aufspringen, noch und nöcher. Also klar, dass wir hier so einen Podcast haben, das gehört quasi zum guten Ton, finde ich schon. aber Süddeutsche und die Zeit und die wirklich offensichtlich viel, viel Geld und Zeit investieren. Ich dachte haben. Würde ich nicht unterstellen, aber die da wirklich viel, viel machen. Und der Stern ist ja auch dabei mit Faking Hitler und jetzt. Die ich immer noch großartig finde. Ja. So, also. Tatsächlich, was auch viele dieser Podcasts, die wirklich auch gut sind, gemein haben, ist, dass sie von Maria Lorenz produziert werden, von Pool Artists. Das scheint so die Adresse zu sein, wo man aktuell hingehen möchte, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich machen muss, aber irgendwie so einen Podcast haben will. Tatsächlich, ja. Ja. Wovor ich so ein bisschen Angst habe, was so Kommerzialisierung und so anbelangt, ist,
dass das so wahnsinnig zerfasert. Denn jetzt fangen ja alle an, eigene Podcasts zu produzieren, also alle Plattformen. Wenn es Apple noch mit aufspringt oder vielleicht auch noch Geld für haben will oder es nicht in Apple Music mit einbindet, was um Gottes Willen auf gar keinen Fall passieren darf, das muss eine Podcast-App sein. Oh Gott, oh Gott, aber ich brauche, um die ganzen Podcasts von Spotify hören zu können, muss ich da einen Zehner am Monat hinlegen. Dann hat dieser ein paar Podcasts. Ein paar von diesen Podcasts, bei dieser sind echte Podcasts, die kann ich auch so abonnieren. Ein paar gehen aber nur in diese App. So. Ach, du kannst, ja, stimmt, teilweise werden die später noch per RSS-Feed hochgeladen. Genau. Ich weiß aber gar nicht, wie ist das bei Spotify? Ist das ein reines Pay-Angebot? Nein, stimmt, Audible. Audible, da muss man das sein. Spotify ist free, aber du brauchst einen free Account. Also du brauchst immer einen Account. Naja. Und ich möchte gar nicht meine Podcasts dann in vier verschiedenen Apps hören müssen. Das ist das Problem. Ja. 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 Und das ist aktuell so. Also ich muss halt. Aber das ist zunehmend so, sagen wir es so, ne? Mich nervt das auch schon hinreichend inzwischen bei Serien. Wenn ich Serien empfohlen bekomme, dass ich immer direkt mit nachfragen muss, wo ist denn das? Ja, schlimm. Also ist das, wo ich bezahle, muss ich noch was Neues machen? Also ich sehe es hier ja im Hause bei sehr viel jüngeren Kollegen, dass sie völlig natürlich und selbstverständlich damit umgehen, jeden Monat im Prinzip mindestens einen Streaming-Service dazuzunehmen, um einen anderen dafür zu kündigen. Also recht kreativ damit umgehen, was sie denn in diesem Monat schauen wollen, und dementsprechend treten sie in ein oder abonnieren sie einen Streaming-Service und kündigen sie den anderen wieder, um dann in 3-4 Monaten dasselbe Spiel von vorne zu beginnen. A, wäre ich dazu faul zu, und B, habe ich immer noch so, ach, das ist ja niedlich, so ein bisschen so, ja, ich bin gern treu. Wenn ich einmal bei Netflix bin oder bei Spotify, dann bleibe ich da gerne. Ich mag dann irgendwie nicht zu Amazon gehen. Irgendwie fühle ich mich immer, als wenn ich den Netflix betrüge. Ich nutze es ja auch, und ich hätte auch keinen Bock, neu anzufangen. Ja, also wenn ich jetzt Apple Music kündigen würde, was da alles so, die ganze Musikmediathek, die ich mir da aufgebaut habe. Ich glaube, Musik ist noch was anderes, ne? Ich glaube, da sind die Leute nicht so kreativ, oder? Da hast du einmal deine Bibliothek aufgebaut. Wahrscheinlich, Aber Netflix entdecke ich halt auch, wenn ich das öffne, einfach ganz oft Dinge. So, also wie oft passiert das, dass ich einfach mal Netflix öffne, um zu gucken, was so da ist? So. Ja. Und dann finde ich irgendeine Serienperle, die ich irgendwie nie vorher drüber nachgedacht hatte. So. Wie Osmosis, Leute, guckt Osmosis, das ist so gut. Oder möchte ich mit Amazon Prime noch kurz dagegen halten? Ich bin da gestern in eine Serie reingestolpert worden durch eine Person. Heißt The Boys auf Amazon Prime. Habe ich schon von gehört. Man stellt sich eine Stadt mit Superhelden vor, aber alle Superhelden sind Arschlöcher. Das ist großartig. Es ist sehr blutig. Ich stehe zwar, ich habe 18 dran, aber es ist großartig. Ich kann mit Too Old, Too Young Die, heißt sie so, von Amazon, groß irgendwie gefeiert. Ich kann damit nichts anfangen. Die ist mir viel zu langsam. Aber so wirklich viel zu langsam. Da sind Einstellungen, die dauern 15 Minuten und es passiert nichts. Worum geht's denn da? Also es geht um einen, es fängt an, ich habe die erste Folge jetzt geguckt, es fängt an mit einem Polizisten, zwei Polizisten, beide korrupt, und der eine wird dann auf offener Straße vor den Augen des anderen erschossen. Und der hat gerade noch ein Selfie gemacht, das heißt, man sieht, wer ihn erschossen hat, und der beginnt dann so ein bisschen Ermittlungen dagegen. Aber es, 15 Minuten gefühlt passiert nichts, außer dass man die zwei schweigend an ihrem Polizeiwagen stehend sieht, wie sie die Straße beobachten. Und für mich baut sich da auch leider keine Spannung auf. Ich komme damit nicht klar. Wahrscheinlich werde ich jetzt zerrissen von irgendwelchen Hörern und Hörern, weil die sagen, das ist, ich verstehe das einfach nicht. Für mich ist es zukunftsvoll. Es gab in den 80ern mal einen Tatort, wo die ersten 10 Minuten nur daraus bestanden, das war natürlich ein Schleswig-Holstein-Tatort, das sind ja immer die schlechten, wo die ersten 10 Minuten daraus bestanden, dass zwei Typen an einer Bushaltestelle saßen und auf den Bus gewartet haben. Ja, warten auf Godot. Also, wow, also das war schon experimentelles Fernsehen damals. Meine Eltern sind fast durchgedreht, die dachten, der Fernseher ist kaputt oder so. Also Osmosis kann ich dann ja auch noch erzählen. Das ist eine französische Serie, läuft auf Netflix, und es geht, denke ich, um das ultimative Geschäft im Internet. Die ultimative Online-Dienstleistung, die alles andere schlägt, und zwar Osmosis ist eine Firma, die aus Algorithmen, aus allen Menschen dieser Welt theoretisch deinen Seelenpartner errechnet. Das wäre nun, stell dir mal vor, Apple wird so ein
eine Dienstleistung anbieten. Und es sind verschiedene Beta-Tester, die vor dem eigentlichen Start dieses Programm testen sollen. Da geht natürlich einiges schief und es ist eine Dystopie. Und einer der Firmengründer, also erinnert mich schon an Steve Jobs, auch optisch. Das ist wohl auch gewollt. Also tolle Serie, sollte man gucken, aus Moses. Brauchen wir noch einen Abschluss für den Podcast? Weiß nicht, vielleicht sollten wir noch Podcasts empfehlen und nicht nur Fernsehserien. Meinst du, wo wir beim Thema Podcast sind? Ich könnte, auch wenn es jetzt schon 10 Tage durch ist, 30 Minutes to the Moon von der BBC empfehlen. Total gut, die haben Aufnahmen ausgegraben, Audioaufnahmen von vor allem den entscheidenden 13 Minuten, wo sich dieses Lunar Landing Module Eagle von der im Mondorbit befindlichen Rakete entkoppelt und halt auf dem Mond landet und haben das in einer, ich glaube, 12-teiligen Podcast-Serie minutiös zerpflückt, viele Interviews dazu reingeholt von Leuten, die mit dabei waren. Viele lustige Anekdoten, ja, nicht nur lustige, aber viele Anekdoten rund um die ganze Mondlandung, was eigentlich alles schiefgelaufen ist und wo sie eigentlich einfach nur wahnsinnig viel Glück hatten, dass das Ding nicht in die Luft geflogen ist. Dass sie wahnsinnig schnell denkende Menschen dabei hatten, die dann in Sekundenschnelle entschieden haben, okay, wenn auf eurem Display da oben am Mond Error 1202 steht, ignoriert das mal, das macht nichts. Da muss auch einmal, da muss auch jemand die Eier haben, dann zu sitzen in so einem Space Control Center oder wie das da heißt und sagen, ja, wird schon nichts passieren. Ja, wenn ich was empfehlen kann, ist es immer noch das Betthupferl vom Bayerischen Rundfunk. Ah. Das kann man auch als Erwachsener sehr gut hören. Kommt jeden Tag natürlich eine neue Folge und da sind schon so ein paar Goodies dabei, die ich einfach toll finde. Sucht zum Beispiel mal nach Lilo Lämmle oder sucht nach der sonderbaren Kindheit an der Pegnitz. Das sind immer so Episoden zwischen 2 und 5 Minuten, würde ich sagen, und hervorragend zum Einschlafen. Funktioniert auf mehreren Ebenen, soll Kinder ansprechen, spricht aber natürlich auch die Eltern an. Das ist ja der alte Sesamstraßentrick, wo Kinder zuschauen konnten, aber man sich als Erwachsener beim Zuschauen irgendwie nicht schämen musste und nicht angeödet hat. Sondern oder das, Löwenzahn oder so. Genau, Humor, der auf verschiedenen Ebenen funktioniert auch. Wo du, je älter du wirst, eigentlich diese ganzen Feinheiten von Kermit als rasender Reporter und so, die du als Kind überhaupt nicht mitbekommen hast, wo du nur an den Puppen gefreut hast, aber da sind ja so viel hinterfotzige Sachen drin irgendwie. Also das Betthupferl vom Bayerischen Rundfunk sehr zu empfehlen. Habe ich gerade abonniert. Ein Klassiker, den ich auch schon, glaube ich, empfohlen habe, vom Bayerischen Rundfunk, Bayern 2 Radiowissen. Ah. Das sind immer so 20-Minuten-Schnipsel und ich habe gerade mal reingeguckt, was ich so in letzter Zeit gehört habe. Hermann Melville, Moby Dick, Authentizität, die Kunst, man selbst zu sein, der Fahrstuhl, Wegbereiter, der Wolkenkratzer, Minze, Pflanzen mit Geschichte, die Osterinseln, der Mythos, der Moai-Figuren und so weiter und so fort. Also zu eigentlich den unglaublichsten Themen sind da immer so 20 Minuten Wissensdinger und die lohnen sich immer. Kann man dann mit dem Wissen, das man da gesammelt hat, angeben. Sonst fangt ihr einfach an, Schleifmoderator anzuhören. Ja, das sowieso. Da schläft man auch mal bei ein. Hallo? Ich glaube tatsächlich, wenn man jetzt die alten Folgen hört, die so jetzt völlig auf der Zeit gefallen sind. Ich schaffe es ja sowieso nicht, irgendeine Folge Schleifenquadrats durchzuhören. Nach 2 Minuten schäme ich mich irgendwie für das, was ich sage, für meine Stimme und so. Also, da können wir ja nichts für. Ja. Es gibt verschiedene erfolgreiche Musiker, nicht, dass ich in irgendeiner Form erfolgreich bin, aber verschiedene erfolgreiche Musiker, die ihre eigenen Platten nicht hören können, weil sie Beethoven unglücklich sind. Böse Stimme. Oh, der war böse. Warum der böse war, müsst ihr jetzt selber sagen. So, weiter Apple. Und Beethoven ist kein Hund. ja, wir können gerne weiter über Apple reden. Die haben ja nicht nur angefangen jetzt sich um Podcasts mehr kümmern zu wollen, sondern haben auch gezeigt, dass sie es ernst meinen mit den Macs und dass die jetzt wieder regelmäßig Updates rausschieben. Und, aber wieder nur per Pressemitteilung. Ja, lustig, ne? Die Pressemitteilung ist die neue Keynote. Ja. Aber es hat sich auch nicht viel geändert, ne? Also nein. Das nicht. Nicht mal die Tastatur. Doch, ja. Es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die MacBooks sind ab Tag 1 schon Teil des Reparaturprogramms. Ja.
Stell mal vor, Mercedes-Benz wird ein Auto rausbringen und sagen, okay, Freunde, das geht wahrscheinlich kaputt, aber das bezahlen wir euch. Ich bin da, das habe ich im Testbild auch geschrieben, ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich bin mir nicht sicher. Also natürlich, das ist naheliegend, ich glaube das auch, dass Apple selbst weiß, dass das eine fischige Angelegenheit ist und so. Und deswegen das von vornherein damit reinnehmen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch gut vorstellen, dass Apple sehr wohl davon überzeugt ist, dass sie es jetzt endlich gelöst haben, das Problem. Aber genau wissen, dass jetzt die letzten 3 Jahre die Leute so dermaßen verprellt haben, dass sie, damit überhaupt jemand die MacBooks kauft, dazu schreiben müssen, ja, und wenn es doch kaputt geht, könnt ihr tauschen. Ja, aber es gibt auch gerüchteweise demnächst ein 16-Zoll MacBook mit einem völlig neuen Tastatur-Technologie. Nur noch touchbar. Ja, weiß ich nicht, das glaube ich nicht, aber angeblich wieder auch mit ein bisschen mehr Hub und nicht mehr dieses Butterfly-Ding, genau. Und so. Es gibt da sogar schon einen Namen, den ich vergessen habe, und das ist doch die komische Sache, da kaufst du ein MacBook, ja, mit einer Tastatur, die schon angezählt ist. Ich will ja gar nicht sagen, dass jede Butterfly-Tastatur Schrott ist und oder Schrott geht, aber das ist doch irgendwie ein komisches Gefühl, oder? Wenn wieder Mercedes-Benz ein Auto rausbringt, wir machen jetzt nochmal die A-Klasse mit diesen, und das ist nochmal ein Auto, das zwar umfällt, aber in der nächsten Ausgabe fällt es ja nicht mehr um. Aber so lange fällt es eben noch um. Das ist doch doof, oder? Ja, das ist auch genau der Punkt, weswegen es schwierig ist, aktuell MacBooks zu empfehlen. Ja. Das ist aber sehr allgemein gesprochen, oder? Ja, aber ja, ist es. Aber trotzdem, ich würde doch, also wenn Leute, auch im Privaten, wenn Leute mich fragen, nach was man jetzt gerade so kauft, ich habe das immer so als System mit da dran, dass so, boah, wenn du irgendwie kannst, versuch noch mal ein halbes Jahr durchzuhalten. Vielleicht hat sich das Tastaturthema dann irgendwie gelöst, weil das ist natürlich unfassbar nervig einfach. Ja. Das heißt, bei mir geht das dann noch irgendwie, weil die meiste Zeit arbeite ich hier tatsächlich im Büro oder auch zu Hause im Homeoffice und habe dann, weil das MacBook hochgestellt ist, eine externe Tastatur dran. Das heißt, im Zweifel merke ich das gar nicht, dass die Tastatur die interne kaputt geht, im längeren Zeitraum. Ja, wahrscheinlich geht sie dann auch nicht kaputt, ne? Ich weiß nicht, ich esse viel am Arbeitsplatz. Das war ein Tauch. Was ist da alles so reingeschimmelt? Und was man da erst trinkt. So. Es gibt ja diese legendären Videos damals noch, als IBM die ThinkPads gemacht hat, als sie so eine Tasse Kaffee in die Tastatur geschüttet haben. Weil die unten Löcher hatten, ne? Genau, und dann kam der Kaffee an den Seiten und unten wieder raus, weil die so Kanäle drin hatten, dass das abläuft. Ich meine, ganz große Kunst irgendwie. Schon, ja. Oh, das schon. Ist cool, ja. Naja, aber das ist das MacBook Air jedenfalls. Hat jetzt so ein True-Tone-Display. Finde ich großartig. Das muss auch so sein. Was ich bei MacBook Air sehr zu schätzen weiß, ist, dass es keinen Touchbar hat. Ja, ja, dafür aber Touch-ID, der ist drin. Ja. Und Geräte ohne gehören auch verboten inzwischen, finde ich. Es ist gemessen an dem neuen MacBook Pro 13 Zoll, es ist ein Ticken zu teuer, sodass ich so den allermeisten Menschen dann doch raten würde, du für 200, ich glaube es sind 230 Euro, 240 Euro mehr, bekommst du halt das MacBook Pro. Das ist knappe 100 Gramm schwerer, ist sogar dünner als das MacBook Air, also zumindest an die jeweils dicksten Stellen. Hat so ungefähr das gleiche Format, aber signifikant mehr Power. Ja. Deswegen das Air ist irgendwie, wenn das Geld knapp wird, dann kaufst du halt so ein Air. Ja, ach, ich weiß nicht. Ich setze da ja gar nicht so. Ich finde, die Übergänge sind ja fließend. Ich finde ja, Apple sollte aufhören, das MacBook Air zu nennen, sondern sie sollten es einfach MacBook nennen. Ja. Das ist das MacBook. MacBook Pro. Und das ist cool, finde ich. Das ist die Inkarnation des, nicht nur des MacBooks, sondern auch des Laptops. Alles, was danach kam, ob das nun Ultrabooks waren im Windows-Markt oder irgendwelche höherpreisigen Chromebooks, orientieren sich fast alle am originalen MacBook Air. Ne? Das ist echt erstaunlich. Ich bin neulich, weil ich zu viel Zeit hatte, bin ich in so einem Mediamarkt gelandet. Und wir da mal durch die Reihen. Da standen lauter MacBooks Air, ne? Ja. Von 2014. aus den verschiedensten Materialien und in den verschiedensten Farben, aber wirklich, ja, wirklich viele Geräte, und denkst du, Alter, das ist doch auch kein Zufall. Da haben sie wirklich, they nailed it, ja, wie man im Amerikanischen so schön sagt. Und das ist denen wirklich gelungen und da sollten die auch beibleiben. Und das ist das MacBook. Ja. Und ich hoffe auch so ein bisschen, dass jetzt vielleicht das MacBook Pro sich optisch auch ein bisschen emanzipiert. Vielleicht nach dem Abgang von Johnny Ive, und da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, wird natürlich auch noch ein Thema heute.
Aber ich hoffe so ein bisschen. Und ich sitze hier gerade am Pixelbook von Google und ich finde, das ist optisch anders. So, das sieht nicht so typisch nach so einem IF-Design aus. Und ich finde, so ein MacBook Pro könnte optisch auch mal wieder ein bisschen innovativer sein und irgendwie mehr hergeben irgendwie. Das würde ich ganz aufregend finden, ja. Sagen wir es so. Ne? Ja, also das 16 Zoll Modell, von dem ich gerade schon sprach, was ja gerüchteweise kommt, da wird IF noch wahrscheinlich mit dran rumgebastelt haben, aber das soll ja wohl auch ein neues Design bekommen. Ich meine, der Rand wird noch randloser. Ja. Also fraglich, ob er da noch wirklich dran rumgebastelt hat. Er hat also zumindest mal drauf geguckt. Er ist verantwortlich gewesen, genau. Sagen wir es so. Ja, genau so. Wie lange, und damit sind wir schon mitten im Thema IF, wie lange er wirklich noch aktiv für Apple designt hat, das wissen wir nicht. Das wird uns Apple auch niemals erzählen. Gerüchten zufolge ist er schon eigentlich seit 4 Jahren, ist es ein schleichender Abschied. Seit dem Originaldesign der Apple Watch, dieses Originaldesign stand auch relativ früh fest, hat er sich eigentlich mehr aus dem wirklichen Produktdesign wohl zurückgezogen, hat dann halt mit Architektur angefangen. Ja, ne, hat den, das Hauptquartier gebaut. Genau. Ja genau, in Cupertino den Park gemacht, hat sich die Ladengeschäfte von Apple vorgeknüpft und hat wohl offensichtlich Gefallen an Architektur gefunden, wenn man das so sehen können und ist so ein bisschen übers Produktdesign rausgekommen und ich meine, da hat er nun ja auch seine Vision einfach definiert, ähnlich wie Dieter Rams damals für Braun. Die Dinger sahen ja auch mehr oder minder immer ähnlich aus, was der für Braun gemacht hat. Und unglaublich Wiedererkennungswert. Also du hast sofort gesehen, das ist ein Braun-Gerät. So. Ja, und ähnlich ist es ja mit einem Apple oder mit einem iPhone-Gerät. Das ist natürlich, ist das irgendwann nicht mehr reizvoll. Würde euch das noch reizen irgendwie? Wenn du das 30 Warum? Jahre lang machst. Eben, so, genau. Irgendwann ist auch mal gut. Also ich kann mir gerade in so einem künstlerischen Bereich vorstellen, dass du dann irgendwann mal Bock auf was anderes bekommst. So. Weil schon wieder ein iPhone, schon wieder ein MacBook. Und ich muss auch, um jetzt ganz böse zu sein, ich finde, man merkt das einigen Geräten auch ein bisschen an, dass da lange Zeit designtechnisch wenig passierte. Also die wirkten alle schon sehr, sehr ähnlich. Also ich meine, das iPhone 10 ist ja auch im Grunde nur ein etwas anderes iPhone 6. Ich glaube aber, das ist die Designphilosophie, die IF vertreten hat, dass Dinge werden dann geändert, wenn es einen Nutzen hat und nicht nur um was zu ändern. Ja. 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 Aber beim iPhone finde ich, ist es mal wieder Zeit. Also trotzdem. iPhone, es scheint ja so das Schicksal von Apple Design zu sein, dass es immer auf irgendwas hinläuft. Das ist beim MacBook Air so, das ist beim iMac so, das ist beim iPhone so, dass irgendwann nach ein paar Versuchen irgendwann so eine Form gefunden und ein Aussehen gefunden ist. Mhm. Wo es dann auch stehen bleibt und wo es eigentlich nur noch darum geht, das Ding flacher zu machen und noch mehr Technik reinzupacken. Aber im Groben und Ganzen steht es dann. Hm. Jetzt kann man herrlich darüber philosophieren, ob das unter Steve anders gewesen wäre. Ja, guck dir den iMac an. Das hat sich ja auch quasi nicht verändert. Da haben sie 3 Versuche gebraucht und dann hatten sie den mit unten Fuß oben der Bildschirm. Ja. Außerdem ist es dünner geworden. Ja. Ja, es kann, stimmt schon. Wäre wohl eher ein neues Produkt irgendwie revolutionär in der Gestaltung gewesen. Wie gesagt, werden wir nie wissen. Aber das scheint so ein bisschen so dieses Schicksal des Apple-Designs zu sein, dass man über mehrere Versuche irgendwann irgendwo ankommt und sagt, okay, so sieht ein iPhone aus, so sieht ein iMac aus, so sieht ein MacBook aus. Okay, gut. Es braucht eigentlich dann ein neues Produkt. Ja, das wäre immer wieder gut. War das schon wieder eine Überleitung zum nächsten Thema? Jetzt haben sie ja gerade den HomePod erst. Gerade erst den gerade HomePod. Gerade eben, ja. Stimmt, das war... Ja. Sonst haben sie alle Apple-Mitarbeiter durften den zu Weihnachten verschenken letztes Jahr und jetzt haben sie immer noch das ganze Lager voll, oder? Ja. Aber jetzt geht's ja los mit Siri OS und so. Wir springen in den Themen hier. Wir springen unglaublich. Eigentlich war das total gute Überleitung, das habt ihr noch nicht gemerkt. Zu Siri OS? So. Zum Thema Siri an sich, wa? Ja, zum Thema Siri an sich. Gerüchteweise, und ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, hat man dem Siri-Team ja bis kurz vor der Veröffentlichung des HomePods überhaupt nicht erzählt, dass es den geben wird.
Das ist lieber nicht. Wäre so eine Anekdote, wenn die stimmen würde, dann würde ich sagen, meine Güte, es passt irgendwie ins Bild. Das, ja. Das habe ich noch nie gehört. Das habe ich irgendwo gelesen auf irgendeiner amerikanischen Schwedische Wissenschaftler. Schwedische Wissenschaftler sagen, genau. Also dass da das unbestätigte Gerüchte sind, würde ich jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und das definitiv als Gerücht bezeichnen, aber es würde ins Bild passen, ja. Finde ich. Ach, aber irgendwie muss man das schon ein bisschen implementieren und man muss schon ein bisschen damit rumspielen. Das glaube ich nicht. Naja, also ich denke, dass man schon natürlich irgendwann gesagt hat, übrigens, hier gibt es einen smarten Lautsprecher und wir würden da gerne Siri drauf haben. Aber ich glaube, dass die nicht von Anfang an mit ins Team geholt wurden. Das kann ich mir schon vorstellen. So, auch zum Thema Geheimhaltung und so. Das ist aber sehr fantasiereich. Also ich weiß nicht. Jetzt würdest du mir erklären, warum Siri auf dem HomePod am Anfang so wenig konnte. Das ist ja alles nur Software. Aber jetzt kann es so viel und ja, da kann sich der Google Assistant und Alexa alle Siri und Echo sowas mal von unwahrscheinlich nein, Apple, warm anziehen. Apple weiß ja, dass Siri Nachholbedarf hat und deswegen soll jetzt ja, beginnen. Ja, natürlich. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Seit Jahren heißt es doch, ja, jetzt kommt der große Sprung. Jetzt kommt auch der nächste große Sprung. Jetzt kommt Siri OS. Jetzt wird es gerettet. Ja, und dann heißt es, jetzt haben sie von Google den Entwicklungschef für den Assistant eingekauft und jetzt geht's aber los. Und es tut sich doch überhaupt nichts. Nein, außer dass das Ding manchmal eine neue Stimme bekommt, zumindest im Englischen. SiriOS, du hast es erwähnt, ja, es gibt Gerüchte, aber es geht auf eine Quelle zurück. Auf eine Quelle. Diese Quelle ist irgendein amerikanischer Voice Tech Report. Genau, das ist so ein Branchenreport, so ein Branchen-Newsletter ja. Für Sprach- oder für Interessenten und für die Industrie von Sprachassistenten. Da kommt das also her. Es ist also nicht so, dass hier, wie heißt dieser Insider von der? Genau, danke. Schön. Der immer alles weiß, nein, der hat das nicht gesagt, sondern es geht tatsächlich nur zurück auf einen Bericht, der immer und immer und immer wieder verbreitet wurde und worüber spekuliert wurde, nämlich, dass es ein neben den 300 anderen Betriebssystemen, die Apple mittlerweile anbietet, vielleicht zur WWDC 2020 ein Siri OS geben soll. Richtig. Also ein Betriebssystem rund um den Sprachassistenten. Ja, ja. Den lieblichen kleinen, dümmlichen Sprachassistenten. Er hat den Hintergrund, dass Entwickler und Drittentwickler für dieses Siri OS eigene Anwendungen entwickeln können sollen. Also Hintergrund immer noch reine Spekulation. Natürlich, alles reine Spekulation. Würde heißen, Siri hat ja durchaus ein Problem, unter anderem mit ihrem Funktionsumfang. Und wenn man diesen Bericht Glauben schenken kann, dann wäre es so, dass Apple sagt, ja gut, wenn dann machen wir halt das, öffnen wir das für Drittentwickler und dann sollen die halt sich tolle Ideen ausdenken, wie man das denn machen kann. Was ja mit dem App Store zum Beispiel schon mal funktioniert hat. Man hat ja damals für das iPhone den App Store geöffnet und zwar ein paar eigene Apps entwickelt, aber den wirklichen Erfolg brachten die Drittentwickler mit der Fülle an Apps, die es dann für das iPhone gab. Und das ist vielleicht auch der Plan, den man mit SiriOS verfolgt. Weiß Ob ich nicht. Ob das die Lösung ist, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, denn die Alexa Skills heißen sie, ja. Benutzt die jemand? Keine Ahnung. Auch da gibt es Zahlen, die relativ schlecht aussehen. Unwahrscheinlich trashig, dieser Skill-Store oder wie der auch immer ja, heißt bei ja, Amazon. Ja. Unwahrscheinlich trashige Sachen so, die besten HSV-Lieder und richtig. So. Richtig. Problem ist halt es auch... Es gibt noch Leute, die den HSV besingen mögen. Naja, nachdem jetzt Hamburg meine Perle nicht mehr der HSV-Song ist. Stimmt, ja. Das Problem ist halt bei den Skills, du musst die Sprachbefehle, die dort einprogrammiert sind, slawisch auswendig kennen. Ah, das ist so schrecklich. Und das ist meiner Meinung nach nicht Sprachassistent 2019. Also wenn ich mit meiner Alexa spreche und nicht haargenau den Befehl kenne, um sie zu fragen, wann der Müll abgeholt wird, dann sagt sie mir das nicht. Genau, sondern frage die Kieler Müllwerke, wann mein Müll abgeholt wird. Genau, oder richtig. Oder so. Öffne den Skill so und so und frage, wann. Also, so. Und das ist natürlich, das ist weder charmant noch smart noch irgendwas. Aber wenn wir über Siri OS reden, das ist doch nicht einfach nur, ich mache eine API in irgendeiner Form, sondern Siri OS heißt doch für mich, das ist ein Betriebssystem für irgendwie Sprachassistenten, schieß mich tot, irgendwas ist. Und das ginge ja in die Richtung, die Google meinetwegen mit Fusion
anstrebt. Denn es hieß ja immer, ja, Fuchsia, das wird irgendwie Android und Chrome OS irgendwann zusammenführen oder ersetzen oder wegschmeißen und neu machen. Und auf der letzten Google Keynote sozusagen wurde es mehr so dargestellt, nicht wirklich. Fuchsia ist ein Betriebssystem, das sich an sogenannte Next Generation Devices wendet, primär, sprich irgendwie Sprachassistenten, Smart Home Geschichten und all sowas. Und vielleicht ist da in irgendeiner Form SiriOS zu platzieren und vielleicht lassen sich deshalb auch relativ viel Zeit, weil diesen Wettlauf um die reinen Sprachassistenten können sie, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Also da ist Google so weit vorne, das ist unglaublich, das heißt, was die machen. Du meinst, mein Kühlschrank spricht dann irgendwann demnächst mit Siri mit mir? Keine Ahnung, ja, dass sie wirklich ein... Ich meine, es ist immer noch, wenn du letztes Jahr über die IFA gegangen bist, viele von diesen Smart-Home-Herstellern sagen immer noch, ach, was uns im Prinzip fehlt, ist immer noch ein Betriebssystem, das wirklich in der Siemens-Küche genauso wie in der, was gibt es noch für Küchenhersteller? Bosch. In der Bosch-Küche irgendwie läuft und wo wir gemeinsam, also ein Windows sozusagen für Küchengeräte. Und das fehlt im Prinzip ein bisschen für noch. Den Kühlschrank. Ja, und tja, warum sollte Apple da Google das Feld überlassen in irgendeiner Form? Vielleicht haben die das vor und vielleicht haben sie deshalb diese Leute eingekauft, die sicherlich auch schon länger von irgendwelchen Fuchsia-Plänen wissen und so. Vielleicht hauen die sowas raus. Bleibt spannend, aber auch... Wir spekulieren. Genau, wir spekulieren völlig, wie gesagt, nur eine Quelle. Apple in der Küche und ja, auch das, ja... Auf Gummistrumpfstrickmaschinen. Genau. Naja, also da müssen wir jetzt aber unsere Hörer ein bisschen... Warum haben wir das gesagt? Weil wir nehmen uns jedes Mal ein Wort vor. Oder ab sofort jetzt, oder ich wollte gerade sagen, das war doch bisher nicht so. Ab sofort nehmen wir uns ein Wort vor, das wir in der Sendung unterbringen wollen. Und diesmal war es Gummistrumpfstricker. Das habt ihr entschieden, als ich nicht da war. Aber es ist gelungen, oder? Es ist absolut gelungen. Ich habe noch nie das Wort so gut irgendwie eingebaut gesehen. Apropos Siri, um das Thema nochmal wieder zu wechseln. Ah, jetzt wird's dirty. Jetzt wird's dirty. Apple, der große Bruder. Es fing an mit Amazon. Amazon Alexa, die Sprachassistenten von Amazon, gab's große Medienberichte. Ich glaube, eine belgische Webseite, ein Radiosender hat zugespielt bekommen einige Audiodateien. Ich glaube, um die 1000. Die offensichtlich vom Alexa-Sprachassistenten stammen und hat sich die angehört und konnte anhand dieser Sprachdateien auch viele Nutzer identifizieren und ist einfach mal zu denen hingefahren und hat denen ihre Alexa-Sprachdateien vorgespielt und die fanden das sehr scary. War es auch irgendwo nett, oder? Ja, weiß ich nicht. Wenn es jetzt bei dir klingelt, klopp, und dir jemand... Genau. Tja. Stellte sich raus, Amazon lässt Drittfirmen Dinge transkribieren, Sprachdateien, die Alexa offensichtlich nicht verstanden hat, um die dann... um drum zu bitten, dass sie doch bitte mal deutlicher sprechen. Nach dem Motto, um dann die Spracherkennung damit zu füttern und mittelfristig dadurch besser zu machen. Das Ding ist, Amazon hat immer gesagt, dass kein Mensch das hört und dass wenn das anonymisiert ist, also niemand irgendwie darüber rausfinden kann, wer da spricht. Es ist auch so, dass an diesen Sprachdateien kein Name klebte, aber man ja nun offensichtlich anhand der Informationen, die dort gesprochen wurde, und da waren teilweise Gespräche dabei, die auch definitiv nicht aufgezeichnet werden sollten, deswegen hat Alexa sie auch nicht wirklich verstanden, weil es keine Sprachbefehle waren, dass die dann doch dazu führten, dass diese Journalisten von diesem Radiosender da hinfahren konnten und die Leute besuchen konnten. So. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass Google das auch große macht. Überraschung, das genauso macht mit dem Google Assistant. Apple war relativ leise. Ich hatte ja schon erwartet, da man ja so auf Thema Datenschutz und so setzt, dass man vielleicht groß posaunt, ja, wir übrigens machen das nicht. Mhm. So. Aber es war sehr still. Es war auffällig still. Ja, und dann stellte sich heraus, Apple macht das auch. Ja, ja, ja.
Also sowohl Apple, Google als auch Amazon hören, da hören Menschen Sprachdateien, nicht alle, weil das definitiv zu viele sind, aber viele Sprachdateien ab und transkribieren die fleißig. Naja, vor sich viele. Viele. Also bei Apple ist es unter 1%, sagt Apple. Ja, das sagt Google sagt auch. 0,2%. Und Amazon sprach irgendwas von auch irgendwie 1% oder so. Immerhin. Immerhin. Das sind, wenn man weiß nicht, wie viele Millionen Sprachbefehle, ja, das ja trotzdem noch ein Haufen. Genau. Wenn man es jetzt sehr wahrscheinlich trotzdem in Minuten angeben würde, dann würden uns alle die letzten Haare zu Berge stehen. Hm. Man muss dazu sagen, woher wir das alle wissen, der britische Guardian, solange es noch Pressefreiheit gibt in Großbritannien, hat also der Guardian herausgefunden, dass Apple also auch mithört und hat darüber einen Bericht geschrieben und darauf basieren eigentlich alle Meldungen seitdem. Ja. Na, und Apple hat es also auch zugegeben. Ja, es ist nicht so, dass der Guardian irgendwas in die Welt gestellt hat. Alle drei haben es zugegeben. Apple, Amazon, Google, alle drei geben zu, dass sie mithören. Ne? Google schrieb nur irgendwie noch, dass Amazon schrieb, dass diese Drittfirma das verbotenerweise rausgegeben hätte und man jetzt die Zusammenarbeit mit denen eingestellt hätte. So nach dem Motto, die sind böse. Ja, naja, gut. Also ich finde ja, was so häufig. Also ich glaube, anders geht es auch nicht, diese Dienste zu verbessern. Und das ist wieder mal. Doch, mit Machine Learning natürlich. Ja, aber wenn die es nicht verstehen. Ob das nun besser Maschinen ist, ist die zweite Frage. Aber wenn die Maschinen das noch nicht verstehen. Es ist ja das, was rausfällt, ist ja das, was keine Maschine verstanden hat. So. Ja, also. Aber was ich noch wollte, ist, dass es wieder mal von allen drei ja auch so ein grandioser Kommunikationsfail ist. Weil es gibt ja auch, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das bei Android ist. Hab ich nur gelesen, dass man da ja auch so eine Opt-out-Funktion für sowas hat. Apple wird unterstellt, dass es das nicht gäbe. Andererseits kann man aber sehr wohl in iOS iCloud-Analysedaten ausschalten und da gehört wohl auch Siri zu. Natürlich, aber das wissen alle Hörer ja. Yeah. Nee, genau, das, genau, das, das, wissen, das machen die täglich, die Dinge ausschalten. Genau, das ist irgendwie so das Problem. Und halt, das ist dann, gerade für Apple ist das ein Problem, die tatsächlich ja nun Plakatwände damit bekleben. Ja, ja. Das ist ein super mit Datenschutz. So, und das. Es ist eigentlich ein super GAU. Also eine Firma, die sich so hinstellt und sich mit dem Thema Datenschutz so profilieren will, weil sie natürlich händeringend irgendwo auch nach Themen sucht, um sich überhaupt noch vom Wettbewerb zu unterscheiden, weil sie die technische Überlegenheit anders als früher und die optische Überlegenheit nicht mehr in dem Maße besitzen, wie es vielleicht mal der Fall war. Und sich das deshalb immer zweifelhaft auf was für so einen Konzern auf, in meinen Augen immer zweifelhaft auf das Thema Datenschutz geworfen haben. Ein Tim Cook um die Welt reist, um sich als Moralapostel wirklich vor der Europäischen Union hinzustellen fürs Thema Datenschutz und dann denn geben die, man möchte ja nicht unter seinem Teppich gucken irgendwie. So, da wird immer nach außen alles fancy und shiny gemacht und sobald man mal hinguckt, bricht es doch zusammen, dieses Kartenhaus. Da werden irgendwelche iCloud-Speicher für die chinesische Regierung geöffnet. Da wird Google natürlich der weitestgehende Zugriff zum Beispiel auf Safari-User-Daten gegeben, damit die irgendwie ordentlich Geld da lassen, dass es in Safari die Hauptsuchmaschine bleibt. Und dann kommt irgendwie kleinlaut heraus, ach guck mal, wir hören auch eure Gespräche mit. Und das ist ja der wahre Skandal. Nicht nur wir irgendwie geeichte und durchleuchtete Apple-Mitarbeiter oder wenn man das überhaupt sicherstellen kann, sondern Drittfirmen machen das für uns, von dem niemand weiß, wo die sitzen. Wer das ist, das ist so ungefähr, als wenn DHL sagt, ach weißt du, ich garantiere dir, dass mein Subunternehmer irgendwie niemals in dein Paket gucken wird irgendwie. Hat er doch unterschrieben. Naja, das ist irgendwie. Der guckt ja rein, aber er behält es für sich. Er behält es für sich und lacht sich abends nicht kaputt, was ich mir da wieder bei Amazon bestellt habe. Ach, das ist doch irgendwie, das ist nicht nied- und nagelfest. Und das ist
eigentlich ein Super-GAU für Apple. Und dass das nicht größer aufgebauscht wird, liegt daran, dass wir alle schon dieses gewisse Achselzucken beim Thema Datenschutz haben. Und dass wieder Leute um die Ecke kommen und sagen, ach, ich habe hier nichts zu verbergen, mach doch nichts. Und Apple ist bestimmt viel besser als Google und Amazon und filtert da die besseren Daten raus. Und ach, alles Quatsch irgendwie. Man darf nicht unter den Teppich gucken und anscheinend, jedenfalls vom jetzigen Stand der Dinge her, ist Apple da nicht so viel besser. Was mir die Sache auch nochmal gezeigt hat, wie häufig diese Dinger doch aktiv werden, weil sie denken, sie hätten ihr Codewort wahrgenommen und dann fleißig, also dann doch die Wanze in der Küche, im Wohnzimmer, im Büro, im Schlafzimmer ist, weil die Dinger dann einfach aufzeichnen und dann teilweise auch minutenlang aufzeichnen. Das Interessante, also es geht ja zurück, dieser Guardian-Bericht, auf einen sogenannten Whistleblower, der da also arbeitet, ja, in einer dieser Drittfirmen. Und Siri schaltet sich zum Beispiel beim Öffnen eines Reiß- oder Schließen eines Reißverschlusses regelmäßig. In dem Moment regelmäßig ein. Ja. Also da möchten wir jetzt bitte nicht weiterdenken, weshalb Apple das wohl so eingerichtet hat. Alter, ich meine, und ich meine, der hat ja auch berichtet, dass da durchaus irgendwie Gespräche. Das war bei der Amazon-Geschichte, da waren Gespräche, die definitiv im Schlafzimmer waren und nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen. Gespräche mit dem so. Arzt, darauf hat er hingewiesen. Arztgespräche auch, genau. Gespräche. Ja, ja. Und das sind ja nun, also, und ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Das zeigt halt doch, dass das doch irgendwie Wanzen sind, wenn die jederzeit ansprechen können. Ich meine, auch unser HomePod hier im Büro geht gerne mal an, ohne dass wir ihn angesprochen haben. Ja, mein Google Assistant ist während unserer Aufnahme einmal angegangen und wir haben garantiert nicht okay Google gesagt. Jetzt gehen haufenweise Geräte an. Schwupp. Und also das betrifft alle Geräte und auch mein Alexa geht gerne mal an, ohne dass ich definitiv mit ihm rede. Und wenn ich das Ding dann anspreche, dann hört es nicht. Ja, passiert auch, ne? Ja. Ich pöbel da irgendwie genau, stundenlang an und alle im Bus und so wundern sich und das Ding geht nicht an. Das Ding möchte nicht mit dir reden, genau. Also es ist alles noch nicht ausgereift und ich meine, ich habe irgendwann mal Artikel geschrieben mit die Zukunft und neues Interface statt irgendwelchen grafischen Oberflächen und so. Ich glaube, da fehlen noch ein paar Jahre. Jahrzehnte, ob es das soweit ist. Nein, das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Es ist weit ausgereift. Also verschiedene Punkte sind weit ausgereift. Siehe die letzte Google I.O. Das ist schon fantastisch, ja, was die machen. Das wird immer. Auf der anderen Seite, ich glaube, wie bei so vielen technischen Dingen, halten wir ethisch nicht Schritt. Ja, das stimmt. Das ist der Punkt. Wir haben die Technik und das kann man ja auf so viele andere technische Bereiche ausweiten, bis hin zur Rüstungsindustrie. Ja. Wir haben die Technik, aber wir halten ethisch nicht mit und dann irgendwann sind wir so übermannt, dass wir mit der Schulter zucken. Ich meine, Drohnen, ja, sind eine schöne Sache, dass sie täglich Menschen irgendwo im Nahen Osten umbringen. Ja, das ist uns mal eben Latte, oder? Ja. Wahrscheinlich jetzt in diesem Zeitpunkt. Ja, oder nimm Hasskommentare. Die Politik kommt ja nicht hinterher. Oder Urheberrechtsgesetze und all solche Dinge. Ja, also wie denn auch? Das Internet und die Digitalisierung hängt da reihenweise Regierungen ab wie sonst was. Das sind Staaten für sich, die agieren, wie sie wollen. Ja, genau. Ne? Und ja, die sind international, die sind nicht auf eine Fläche begrenzt, die sind für nichts erfassbar, für keine Gesetze, für keine Steuer. Und Geld spielt keine Rolle. Ja. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Also das ist so nebenbei so eine der interessanten Sachen, die ich in den letzten Wochen sogar mitbekommen habe, dass Facebook ja mit diesem Cambridge Analytica-Skandal 5 Milliarden Dollar Strafe zahlen muss. Übrigens nicht an mich, der davon betroffen ist, sondern an irgendwie hier in den USA eigene Behörde. Stimmt, du müsstest was davon abkriegen, von den 5 Milliarden. Ja. Ja. Und es ist denen scheißegal. Ja. Die haben, die Portokasse. Die wussten, dass was kommt und haben 3 Milliarden dafür schon beiseite gelegt. Und diese anderen 2 Milliarden, die fehlen, ist nicht mal der Gewinn aus dem vergangenen Quartal. Ja. Das ist schon. Sie haben ihre Philosophien, denen sie folgen. Und ich bin mir sicher, die verstehen es nicht mal genau, was wir wollen. Ich meine, wenn du mit der Philosophie befasst, dass sie diese Daten auswerten, weil du hast ja was davon. Ja. Und
das ergibt ja auch durchaus von der Argumentation her Sinn. Ob es ethisch und moralisch ist, das ist eine ganz andere Frage. Ja. Und deshalb finde ich, müssten Unternehmen ab einer bestimmten Größe so etwas wie einen unabhängigen Ethikrat haben. Ob das ein Apple, Facebook oder sonst wer ist. Das siehst du an dieser Google Assisted-Geschichte mit Anrufen, Friseur und so, als sie das vorgestellt haben, wie überrascht man bei Google war, dass es plötzlich Bedenken gab, so nach dem Motto, ich merke jetzt gar nicht mehr, dass ein Computer mit mir spricht und was macht das mit einem? Und ja, aber das war eine relativ alberne Sache, oder? Ja, ja, aber trotzdem war man bei Google völlig überrascht, dass das überhaupt als Thema aufkam. Die haben sich dann nicht einmal Gedanken zu gemacht. Nee, natürlich nicht. Und da, aber und andersrum wundere ich mich darüber, dass man über so einen simplen Zirkustrick irgendwie sich in Feuilletons irgendwie die Ohren heiß redet. Und über solche Themen, ja, das nimmt man so hin. Ne? Auch ja. Apple hört jetzt auch mit, macht ja genau. Nichts. Dann hören halt auch immer das mit so. Das finde ich schon, das finde ich schon schräg. Und ich möchte verdammt nochmal, dass Tim Cook was dazu sagt. Ja. Und irgendwie, und das ist eben das Ding irgendwie, das, wo ist der Spirit, Mann? Ich meine, where is the love, Tim? Ne? Ich meine, oh Mann, könnt ihr euch das, ich weiß, es ist doof, aber könnt ihr euch das von Steve vorstellen? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Der hätte was dazu gesagt. Der hätte was dazu gesagt. Der wenn es nicht was Pumpiges wäre, wie bei Antenna Gate damals. Ja. Genau, und wenn er beleidigt gewesen wäre. Ja. Was wollt ihr eigentlich von mir? Aber ich glaube, ja. Was ich noch spannend fand da drin, ist, dass die diverse Kommentatoren, die eher so dem Apple-Lager zuzuschlagen sind, sich darüber nicht beschwert, aber darüber ausgelassen haben, dass man da an Apple ja deutlich höhere Maßstäbe anlegen würde. Und ja, das passiert auch. Also das passiert auch wirklich. Aber verantwortlich dafür ist ja allein Apple. Also mit gerade den Kampagnen, die wir vorhin schon aufgezählt haben, die sie da rundherum Privacy und so führen. Startend beim 1984-Video. Stimmt. Ja, ich meine, da geht es um nichts anderes als die große Überwachung durch den großen Bruder. Ja. Dann auf irgendwelchen amerikanischen Elektronikmessen ganze Hauswände plakatieren mit Datenschutz, ganz aktuell große. In Hamburg auch. In Hamburg ganz große Werbekampagne, auch im Internet. Wenn ich im Moment bei Twitter und auf YouTube unterwegs bin, begegnet mir im Moment nur Werbung von Apple zum Thema Datenschutz. Ich lese mal vor, das Tor zur Welt, nicht zu deinen Informationen. Oder willkommen im sicheren Sektor. Das hätte ich mir nie, das finde ich sogar lustig. Ja, natürlich ist das lustig. Verrät so wenig über Hamburger wie Hamburger. Es geht ums iPhone. Ja. Ja, ja. Kann man im Prinzip alles in die Tonne treten. Ja. Ich meine, es ist mit keiner Apple-ID verbunden. Ne? Ja. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Ja, ja. Ja. Auch bei Amazon, wie gesagt, standen nicht die Namen dran. Nein, auch bei Google ist mit keiner ID sonst was verbunden. Wenn du, wenn du trotzdem natürlich, wie gesagt, die Journalisten sind zu denen nach Hause gefahren. Wir haben nur anhand dieser Daten rausgefunden, wer das ist. Wo der wohnt und all solche Dinge. Siri hält fest mit diesen Informationen, nicht Siri, sondern die Mitarbeiter halten durch Siri fest, die genaue Ortsangabe, wo also diese Aufzeichnung stattgefunden hat, laut diesem Whistleblower. Mhm. Wir selber haben es nicht, wir können es auch nicht in irgendeiner Form prüfen. Also die Ortsangabe, die Kontaktdaten, Contact Details und die App-Daten, also welche Apps er benutzt und so weiter. Also erzähl mir doch keiner, dass in irgendeiner Form nicht feststellbar ist oder jedenfalls sehr nah eingrenzbar, um wen es sich da handelt. Ja, ja. Ne? Ja. Also das ist schon. Das ist ja auch das Problem, was so Skandale betrifft mit irgendwelchen Browserdaten. Also es gab ja vor auch wieder mal nicht allzu langer Zeit, vor ein oder zwei Wochen, einen großen Skandal, dass eine Marketingfirma in mehreren Browser-Add-ons für Firefox und Google Chrome in den AGBs versteckt hat, dass der gesamte Browserverlauf an Drittfirmen verkauft wird und das dann fleißig für $40 im Monat abomäßig Zugriff darauf gewährt hat.
Und, das ist ja ein Schnäppchen eigentlich. Ist ein Schnäppchen. Wirklich, ja. Ist wirklich ein Schnäppchen. Super billig. Und dann haben halt mal ein paar Journalisten sich diese Daten angeguckt. Und auch da kannst du extrem viel drin finden, nur anhand des Browserverlaufs. Weil klar, natürlich besuchst du mal dein eigenes Facebook-Profil und schwupp weiß man, wer es ist. Klar, natürlich kaufst du in Shops irgendwelche Dinge, die nicht sofort jeder wissen muss. Und die sind in diesen Daten ist es enthalten. Und allein, welche Bank du aufrufst, in den Links genau. Ist so viel versteckt. Wie oft du deine Bank besuchst, genau, das wie oft heißt du, ja im Prinzip ja, auch. Das sagt ja auch schon was. Das sagt ja so auch schon zum was. Zum Monatsende guckst du alle 2 Minuten aufs Konto, ne? Ob da jemand guckt, ob Geld kommt. So, also. Warum guckst du mich dabei so ich an? Ich weiß es nicht. Und vor ein paar Jahren hat das der NDR ja auch mit deutschen Browserdaten herausgefunden und hat da tatsächlich einen Richter gefunden, der sich eine Robe gekauft hat, anschließend seinen Facebook-Account aufgerufen hat. Das heißt, man wusste einen Namen und dann hat er irgendwelche Schmuddelseiten im Internet aufgerufen. Den hättest du erpressen können, nur anhand dieser Browserdaten. So. Ja, was soll passieren? Wie gesagt, wie bändigt man diese internationalen eigenen Tech-Länder, kann man ja sagen. Ich habe höhere technische, aber auch moralische Standards, die ich so für Apple anlege. Was Facebook macht, ist mir weitestgehend egal, weil ich auch auf deren Dienste weitestgehend verzichte. Was ich von Apple erwarte, ist Transparenz bei sowas. Mhm. Und zwar von vornherein. Das Problem ist doch, das hören Apple-Freunde ja nicht so gerne, aber 50% der Gründe, warum Apple erfolgreich ist, ist Image. Ne? Und je stärker die anderen werden, ich habe ja schon gesagt, der technische und der optische Vorteil ist nicht mehr prägnant, wenn überhaupt noch vorhanden. Und man dann auch noch diese anderen 50% Stück für Stück abbaut, kann man sicher ausrechnen, was noch übrig bleibt. Nicht mehr so viel. Tja. Es ist nur ein technischer Vorsprung, kommt ein bisschen an, worauf man es bezieht. Ne? Also bei Smartphones sicherlich nicht mehr. Tablets um Jahre allen anderen voraus. Auch weil ja, anderen, aber weil kein anderen anderer braucht haben. Ja auch noch Tablets. Genau, alle haben wir auch gegeben. Apple verkauft Millionen davon, es scheint einen Markt dafür zu geben. Ja, weil es eben auch nur Apple gibt Apple, es scheint ein Markt für genau eine Firma zu sein und diese Firma bedient es auch sehr gut. Ja. Muss man sagen, schon wieder, da sind wir wieder bei, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir anfangs gesagt haben, they nailed it. Man kann kein Tablet bauen, das irgendwie besser ist irgendwie. Ja, nicht für den Preis. Deshalb hat Google auch gesagt, ach, was soll der Scheiß irgendwie. Das ist der Gag, den Kasper gerade sagt, also nicht für den Preis. So Apple geht mit 330 Euro Listenpreis da inzwischen rein. Ja. Mhm. Und jeder, der ein Tablet sucht, den kann man ohne mit der Wimper zu zucken das Grund-iPad empfehlen. Total. Und das gibt es, das ist für Apple inzwischen eigentlich untypisch. Welches Apple-Produkt kann man auch preislich mit richtig gutem Gewissen jemandem absolut empfehlen. Vielleicht die Apple Watch, vielleicht ist die ein bisschen teuer für die meisten Leute. Ja, mit 450 Euro finde ich die schon. AirPods, ja genau, die sind auch noch so in die Richtung. Deswegen sind die auch so erfolgreich, glaube ich. Ich habe noch keine True Wireless Kopfhörer gefunden, die in irgendeiner Form vernünftig wären und mit den AirPods mithalten könnten. Also ich rede jetzt gar nicht über den Klang, die AirPods sind ja nun kein Brüller in Sachen Klang, aber man muss einfach sagen, bei jedem True Wireless Kopfhörer, der dann wieder einen Ping-Pong-Effekt auf meinen Ohren hat oder wo wieder irgendwie nach kurzer Zeit irgendwie die Bluetooth-Verbindung knackt oder sonst was, das muss man Apple einfach lassen. Das, was sie machen, funktioniert. Genau. Ne, sie bringen was auf den Markt, was funktioniert. Ich bin da auch hinein versaut bei diesen True Wireless-Dingen. Ich habe die AirPods der ersten Generation wirklich, wirklich häufig getragen. Da sind die Akkus jetzt hinreichend durch. Nach, wie alt sind die jetzt? 2,5 Jahre? Glaube ich, ja. Jahre? Es hat doch eine Weile gedauert, bis das Update kam. Habe ich gestern gemerkt. Ich habe gestern spät abends noch mit einer Freundin an einem Projekt gearbeitet, an verschiedenen Standorten. Und wir haben, während wir getippt haben, haben wir telefoniert und ich hatte die AirPods drin. Die haben eine halbe Stunde durchgehalten mit so einem Telefonat und dann waren die gemacht. Ich kann mich nicht dazu durchringen, die aktuelle Generation AirPods zu kaufen. Von der Funktionalität her sind die nämlich wirklich großartig. Und ich hatte diesen Ping-Pong-Effekt inzwischen, hatte ich nie. Und ich habe eigentlich auch nie Verbindungsabbrüche gehabt vom iPhone oder vom iPad zu den AirPods.
Aber dadurch, dass wir hier so ein bisschen in dieser luxuriösen Situation sind, regelmäßig neue Technikspielereien ausprobieren zu können, es gibt halt vom Klang her so viele, so gnadenlos bessere True Wireless Dinger und die von Sennheiser unter anderem, die aber so wirklich so in ihr Dinger sind, und da habe ich wieder Probleme mit, weil ich die nach einer Stunde finde ich, das drückt mir das zu doll, und ich werde noch, glaube ich, auf absehbare Zeit, entweder macht Apple die AirPods Pro mit mehr Wumms, was den Sound anbelangt. Aber die gibt es doch schon, die gibt es dann die von Power, Dr. Power, Dre. Power die Dr. Dre AirPods. Ja, die habe ich auch, die trage ich beim Sport tatsächlich, aber das sind ja auch so In-Ear-Dinger, das wäre mein Problem. Deswegen aktuell laufe ich, wo sind sie denn eigentlich, die liegen doch hier irgendwo. Weg. Aktuell habe ich die von Bose Kopfhörer, kommen wir gleich noch zu. Ja. Wo wir gerade für den Preis, kann man das absolut empfehlen, sind, das war halt, und da kommen wir wieder und schlagen wir den Bogen zurück zum Thema vorhin, das war für mich früher das MacBook Air. So, das war einfach das Gerät, was man Einsteigern wärmstens empfehlen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo alle anderen Geräte plötzlich Retina hatten, nur das MacBook Air nicht, da konnte ich das Ding dann nicht mehr empfehlen. Aber davor war es echt so, und gerade auch mit dem 11-Zoll MacBook Air, wir erinnern uns mal kurz dran, das gab es ja auch noch, dass, wenn jemand in die Mac-Welt einsteigen wollte, konntest du guten Gewissens sagen, das Gerät für den Preis sofort. Ach, ich finde, das kann man immer noch ganz gut. Ich finde sie zu teuer, die MacBooks. Also, auch das Air? Ja, das, was kostet das? 1, 2, irgendwas? Das ist so teuer. Ja, deswegen ja. Ich meine, jetzt komme ich wieder um die Ecke, aber das Pixelbook ist einfach geil. Was kostet das? 999 Startpreis. Siehst du, und das müsste Mac unter 1000 Euro geben. Bei irgendwelchen Black Friday Veranstaltungen gibt es das so um 700 Dollar. Wir reden über US-Dollar, weil es das ja in Deutschland offiziell nicht gibt. Und hey, das ist ein Spitzenprodukt. Das ist auch kein Produkt, wo Google irgendwie sagt, das wollen wir millionenfach verkaufen, um irgendwie Apple an die Karre zu fahren oder so, sondern das ist einfach ein Prestigeprodukt. Ja. Trotzdem ist es günstiger. Warum denn wohl? Weiß kein Mensch. Weil kein Apfel drauf. Ach, und das finde ich so schade irgendwie, dass Apple so dazu übergegangen ist, Produkte zu bauen für Leute mit viel Geld. Und kann man jetzt um die Ecke kommen und sagen, ja, Apple war doch schon immer ein bisschen teurer. Nein, das war nicht das Ziel von Steve Jobs. Steve Jobs hatte nie das Ziel, irgendwie ein Lamborghini in der Technikwelt oder in der Computerwelt zu bauen, sondern Steve Jobs wollte alle Menschen erreichen, von Anfang an, mit dem ersten Mac, mit dem ersten Apple. Er wollte eine bestimmte Technik, eine bestimmte Art und Weise, wie man mit Technik umgeht, möglichst allen Menschen auf dieser Welt zugänglich machen. Und deshalb hat er auch immer, wenn er ein Produkt auf den Markt gebracht hat, kurze Zeit später ein ähnliches Produkt auf den Markt gebracht, das in erster Linie günstiger war. Das war beim iMac so, das war beim iPod so. Das war beim iPod so. Ich glaube, von ihm stammt auch dieser Spruch, wenn man sich selber nicht kannibalisiert, tut es jemand anders. So. Ja. Jobs hatte kein Interesse daran, für irgendwelche reichen Leute Edelprodukte herzustellen. Das war immer der Blick von außen auf Apple, den Apple dann irgendwie erfolgreich auch aufgenommen hat. Ja, weil Design und so ja schon wichtige Faktoren waren und hochwertiges Produkt und so ja auch wichtig war. Ja, gut, aber es war der Kern von Apple war nie teuer zu sein. Mhm. Ich behaupte, das war nie das Bestreben von Steve Jobs, war es nie, teure Produkte herzustellen, sondern möglichst jeden zu erreichen. Dass es manchmal teurer war als die Konkurrenz, zum Beispiel der Mac teurer war als ein IBM-PC, das war konzeptbedingt, weil man nicht drumherum kam, weil damals die Technik teurer war. Sobald es günstiger wurde, hat er es auch günstiger gemacht. Und wieso sind die AirPods im Vergleich relativ günstig und wieso ist das iPad so günstig zu haben? Es passt irgendwie nicht. Das iPad, damit wollen sie den Bildungsmarkt natürlich ansprechen. Ja, deswegen muss es so günstig sein. Der ist riesengroß in den USA. Deshalb ist in den USA das Chromebook so erfolgreich. Und deshalb gibt es keine Chromebooks mehr oder weniger in Deutschland, weil es hier einen organisierten Bildungsmarkt nicht gibt. Deshalb ist das iPad auch so erfolgreich, glaube ich. Ich glaube. Und das iPad ist natürlich auch eine völlig geniale Einstiegsdroge. Ja, das stimmt. Also, aber ist das ein Einsteigergerät, findet ihr? Also, ne, ja, doch. Also, das iPad sehe ich bei sehr vielen Senioren. Täglich im Einsatz. Und wenn die mit dem iPad mal klarkommen
dann kannst du auch ganz leicht aufs iPhone umsteigen und auch theoretisch auf den Mac, weil ja doch viele Dinge ähnlich sind. Ähnlich, ja. Und das ist eben diese erfolgreiche Taktik, die Google mit dem, die Google in den USA fährt. Ja, genau. Das erste Gerät, was du einmal hast, da bleibst du dann treu. Genau, da kommen jetzt Leute an die Colleges, die eigentlich mit einem Smartphone groß geworden sind, wenn sie dieselben Apps nutzen können auf ihrem Laptop, wenn sie dann aufs College oder Universität kommen. Hey, 100 Punkte, bingo. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass sie dabei bleiben. Ne? Auch nichts Neues. Ne? Auch deswegen haben wir schon vor Jahrzehnten schon weder Microsoft noch Adobe so private Raubkopierer wirklich jemals verfolgt. Waren noch alle froh darum, dass die Leute Windows und Photoshop lernen. Ja. So, weil dann kommen die Leute in die Unternehmen dann irgendwann und sagen, du, ja, kann ich dir machen, aber ich kann nur Photoshop. Mhm. Ja. Ja. Also jetzt überspitzt er. Einmal noch zu der Preisdiskussion. Ja, ich mal gucken. Ja. MacBook Air Einstiegspreis ist natürlich 1250 Euro. Kann natürlich auch einiges, ne? Hat natürlich deutlich mehr Power, als ich habe gerade mal verglichen. Als so ein Pixelbook, weil es natürlich auch viel mehr lokal machen will oder muss. Dazu gesagt, das Pixelbook ist jetzt 2 Jahre alt und wird jetzt im Oktober sehr wahrscheinlich durch das Pixelbook 2 oder Pixelbook Atlas oder wie das auch immer. Und wie gesagt, das Pixelbook geht nicht in direkte Konkurrenz zum MacBook, dann würden sie ganz anders damit umgehen, dann würden sie es viel mehr pushen. Aber für Geräte in der Preisklasse, zum Beispiel in Windows Ultrabook, bin ich mir sicher, hat 500 GB bis 1 Terabyte Festplatte integriert. Das ist der Punkt, ja. Das ist der ganz große Punkt. Ich finde, man kann kein 1300-Euro-Gerät anbieten mit 128 GB Speicher. Das ist ähnlich wie bei den iPhones, wo Apple ja auch lange 16 GB Modelle und dann auch noch lange 32 GB Modelle durchgeschleppt hat. Ja. Das ist einfach nicht zeitgemäß. Und das macht auch den Preis kaputt, weil auch da, wenn man so ein Gerät dann langfristig nutzen möchte, also ein Gerät, was jetzt schon 1250 Euro kostet, das möchte ich länger als ein Jahr nutzen. Ja. Das heißt, perspektivisch reichen mir auch diese 8 GB RAM da drin nicht, also klicke ich hier auf 16 GB RAM und ich möchte mindestens mal die 256 GB Speicher haben. Dann bin ich bei 1740 Euro für das Air. Das Pro, das kleine Pro, fängt bei 1500 Euro an, hat aber auch nur 16 GB und 128 GB. Hat aber schon deutlich mehr Power auf jeden Fall. Aber wenn ich da dann auch jeweils die nächstgrößte Speicherkonfiguration wähle, liege ich bei ziemlich genau glatt 2000 Euro. Ja, und das ist zum Beispiel für einen Freiberufler schon ein Batzen Geld, den er aufbringen müsste, wenn er jetzt sagt, er muss ein MacBook sich kaufen. So. Ja, und das ist auch das Problem, was ich mit dem Air halt aktuell, was ich vorher eingangs schon meinte. Das grundsätzlich ist das Air so von den technischen Voraussetzungen wieder ein Gerät, was man jedem empfehlen kann. Gerade jetzt mit dem Retina-Display, mit True Tone, mit hast du nicht gesehen, mit Touch-ID. Ja. Es ist das MacBook. Es ist das Einstiegs-MacBook. Genau, ja. Aber dann zu wenig Speicher. Ja. Wie gesagt, im Jahr 2019. Das ist ein Chromebook-Speicher. Ja, genau. Und das Chromebook macht nichts mit dem Speicher in dem Sinne, oder? Nee. Also, das passiert ja alles im Browser auf dem Chromebook. Im Google Drive. Allein, genau. wenn du jetzt schon iPhone-Kunde bist, seit, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren und da fleißig Fotos und machst, dass deine Fotomediathek größer ist oder 20 GB. Ich kann nicht mal mein iPhone-Backup auf dem MacBook dann speichern. Also, Das ist. Und dann, ich finde es noch schlimmer finde ich es ehrlich gesagt beim Pro, dass sie ein Pro-Gerät verkaufen, was 128 GB Speicher. Da dürfte Pro nicht dran stehen. So. Das wäre vielleicht nochmal ein Trick, um das eher attraktiver zu machen gegenüber dem Pro, dass man dem Pro diese 128 GB Konfiguration streicht, das dafür 150 Euro teurer macht, dann ist die Differenz vom Air zum Pro auf einmal 400 Euro. Und denkt auch keiner darüber nach. Aber also 400 Euro sich nochmal anzusparen oder mehr auszugeben für einen Laptop, das machen Menschen dann nicht mehr. Vor allem leben wir in Zeiten, in denen man, ich meine, früher hätte man gesagt, komm, MacBook kaufe ich 128 GB, dann, wenn es mir irgendwann nicht mehr reicht, baue ich eine neue Festplatte ein und bin glücklich. Das ging innerhalb von 2 Minuten aufschrauben, austauschen, fertig. Die hat man für kleines Geld gekauft, die Festplatte oder später SSD. Das kannst du ja auch nicht mehr, ist ja alles fest verlötet. Also wenn du jetzt 128 GB kaufst, bist du für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, die so ein MacBook hält, darauf festgelegt. Herzlichen Glückwunsch. Das reicht ja nicht mal ein Jahr, ne? Ich habe genug Leute im Freundeskreis, die 7, 8, 9, 10 Jahre alte MacBooks haben. Ja. Alle meine Apple-Geräte, die ich mir jemals gekauft habe, sind noch aktiv im Einsatz in meinem Familien- und Freundeskreis. Ist bei euch allen die SSD voll eigentlich? Ist das so? Bei meinem Arbeitslaptop ist sie regelmäßig voll und ich muss sie auslagern, aber ich schneide auch Videos. Ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. So. Ich habe die regelmäßig voll. Ich komme jetzt live und farbe hier einmal nach. Ich habe eine 500 GB SSD hier drin und ich habe aktuell 70 GB frei. Ja, ich habe 60. Also insofern.
Also ja, da ist noch Luft, aber wenn du mir jetzt das halbieren würdest, den Speicher, dann käme ich schon in Bredouille. Ja. Ja. Und ich habe schon auf diesem Mac wohl gemerkt, die Fotomediathek, also ich habe das iPad mit ganz, ganz viel Speicher. Das heißt, ich habe die lokalen Kopien der Fotos in voller Auflösung habe ich auf dem iPad. Und auf dem MacBook habe ich schon nur die iCloud-Fotomediathek, also wo er dann die Vorschauen lokal speichert und die Originalbilddateien bei Bedarf nachlädt. Ja. Naja, gut. Soweit zum MacBook. Wir drehen uns hier so ein bisschen. Kleine Randbemerkung. Aufregung im Kreis. Kleine Randbemerkung. Ich gucke gerade beim Pixelbook. Ich habe verwendet 19,4 Gigabyte und habe noch frei 86,7. Ja, siehst du. Gut, aber das ist halt auch, das ist eine andere Herangehensweise. Wenn ja, das, ich habe dieses Google Drive. Genau, wenn das MacBook so ausgelegt wäre, dass man sagt, das ist für den Cloud-Speicher ausgelegt, ja, dann würde ich auch über die 128 Gigabyte nicht meckern. So. Aber ein Pro-Gerät ist auch zum Videoschnitt geeignet. Da muss aber auch im Kaufpreis ein Terabyte iCloud-Speicher drin sein. Ja, genau. Im Gerätekaufpreis. Genau. Wie ist es beim Pixelbook? Ist da Drive-Speicher mit dabei im Preis? Ja. Ja, siehst du. Also insofern. Dann müsste das auch dabei sein. Dann wäre Terabyte ja auch wieder okay. Also bei allen Chromebooks ist erstmal 100 Gigabyte frei. Ja, kriegt jeder Chromebook-Käufer erstmal hinterhergeworfen. Ja, ne? Ja. Okay, bevor wir jetzt nochmal in die Online-Speicherdiskussion einsteigen, da muss ich mal kurz durchatmen vorher. Spielen wir Musik ein? Was Beruhigendes? Spielen wir beruhigende Musik ein? Wir haben Hörerkommentare bekommen. Achso, ich dachte Baldrian-Tropfen. Wir haben ein Ich kann dir hier japanisches Heilpflanzenöl kann ich hier einbinden. Ah ja, danke. Das belebt eher. Ach nee, danke, nee, möchten wir nicht. Nicht. Ihr könnt wählen, womit wir anfangen. Wir haben einen längeren Kommentar, der dreht sich vor allem um LG Ultrafine Displays. Ah ja. Und wir haben... Hatten wir die eigentlich mal hier zum Test? Wir haben die auch schon mal getestet, ja. Okay, gut, ich bin beruhigt. Und wir haben einen kürzeren Kommentar, dessen Thema sich mir hier gerade nicht ganz erschließt. Erschließt sich das uns, wenn wir das hören? Ich hab ihn dazu nicht gehört. Ach so. Aber wir fangen nur kurz an. Der ist 1,40 lang. Das, Hallo Herr Schack, oder wie es hier heißt, Glück auf. Ich muss Ihnen ja jetzt eine Audiodatei schicken. Das hatten wir in der E-Mail kurz besprochen, weil der AB nicht funktioniert. Aber das sollte ja mittlerweile laufen. Ich war übrigens schwer beeindruckt, dass Sie spät am Samstagabend noch E-Mails von Abonnenten beantworten. Dazu erst auch mal großes Lob. Weiterhin darf ich alle Schleifenquadratler loben für den qualitativ hochwertigen Podcast, für die Informationen, die Sie da so sehr unterhaltsam aufbereiten. Das ist wirklich toll. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist die Differenz der Tonqualität von dem normalen Gespräch mit Ihren Kollegen und dann halt eben mit dem Werbepartner. Also es ist alles super zu verstehen, wenn Sie mit den Schleifenquadrat ansprechen, prima, und dann schalten Sie um und es klingt plötzlich sehr verhallt, sehr dosig, also nicht mehr schön. Und da bin ich immer gewillt abzuschalten, weil es meine Ohren einfach nicht so richtig schön finden, nur die Themen, die Sie da haben, die sind ja auch sehr nah am Thema Apple. Da geht es ja nicht um Autoreifen oder so, deshalb bleibe ich dann doch immer dran, aber es tut schon ein bisschen weh. Und ich denke, das können Sie besser. Ne? Dann passt das ins Gesamtbild auch wieder. Deswegen, Herr Schack, machen Sie so weiter und Ihre Kollegen auch. Ich muss jetzt mit der Hunde. Also, tschüss oder wie man hier sagt, fertig. Sehr schön, ist auf jeden Fall. Da, musst du nicht auch mal mit die Hunde, Thomas? Du bist auf jeden Fall der unterhaltsamste Hörerkommentar, den wir bisher so hatten. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, vor allem, dass die Qualität im Gespräch so gelobt wird, weil. Auch inhaltlich. Inhaltlich, ja. finde ich alles stimmt, alles richtig. Aber das Problem ist ja da, glaube ich, die Telefonverbindung, ne? Ja, es ist schwierig. Es gibt einige Leute, die wir hier schon im Interview hatten, die auf Telefonie bestanden haben. Ja. Also klassische Telefonie. Und es ist halt einfach nicht wirklich geil. Ich meine, die Aufnahmen sind schon besser geworden, seit man das iPhone-Telefongespräch auf Mac ziehen kann und damit schneiden kann.
das hat schon was besser gemacht, aber Telefon ist nach wie vor nicht geil. Wieso im Jahr 2019 ist es eigentlich immer noch nicht möglich, dass man in guter Qualität miteinander telefonieren kann? Es geht dann von Smartphone zu Smartphone. Das ist häufig genug, dass die Leute dann ja also irgendwelche Bürotelefone haben oder so. Genau, okay, ja. Was wir dann häufig haben, ist der kleinste Gemeinsame ist immer Skype. Ja. Skype hat viele Vorteile, hat auch ein paar Nachteile. Und was wir auch beim letzten Gespräch hatten, was ich inhaltlich auch gut fand, mit den Kollegen von KMP, wo die Qualität auch okay war, aber die saßen ein bisschen im Konferenzraum und war vor so einem wie heißen diese Tischmikrofone, diese Tischtelefonen? Ja, Konferenzdinger. Konferenztelefone, ja, genau. Ja. Genau. Was fehlt, ist, ich hatte nur, als ich in Montreux war, mit Leuten von Shure lange drüber philosophiert, was ich gerne hätte für Podcast-Situationen. Und da haben die Leute von StudioLink auch schon mal dran gearbeitet, das glaube ich aber abgebrochen. Box. Genau, was ich eigentlich haben möchte, ist, ich möchte Leuten irgendwie eine Box schicken können. Am besten ist die auch schon auf so ein kleines Tischstativ draufgeschraubt. Hinten gucken zwei Kabel raus, Strom, Netzwerk. Das muss dran gedöngelt werden. Wenn das Ding bootet, baut es automatisch eine VPN-Verbindung, da hast du nicht gesehen auf. Also im Idealfall zu uns dann. Oder zum StudioLink-Server oder auch immer hin. Und dann haben die Leute eine kontrollierte Umgebung. Haben schon mal wieder ein fünftiges Mikrofon vor sich stehen, um da viel gewonnen wäre. Sowas gibt es aber irgendwie nicht. Und ich kann Leuten, die technisch bewandert sind, der Kollege von Graves zum Beispiel, dem kann ich irgendwie exakt sagen, was er machen soll. Haben andere Gesprächspartner, die technisch nicht so bewandert sind, und natürlich sein müssen in ihrem Job. Den kann ich mir nicht erzählen, was sie da irgendwie auch alles einstellen müssen und wie sie ihr Mikrofon am Mac konfigurieren und warum das wohl nicht funktioniert, wenn sie das USB angeschlossen haben und das trotzdem das über das Gerät interne Mikrofon aufnimmt. Und das geht einfach nicht. Das ist auch unprofessionell. Und mich beruhigt, dass ich höre viele Podcasts, die von Radiosendern kommen. Mich beruhigt, dass da auch regelmäßig der Fall ist, dass zugeschaltete Gäste scheiße klingen. Tja. Wir arbeiten dran. Es ist ein schwieriges Thema, ja. 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 Aber wir müssen vollkommen recht geben. Das ist schade, aber es ist schwierig. Ja, und das ist auch die Frage, was man Leuten schicken kann. Ne? Ich meine, klar, wir haben hier Headsets von Biodynamic auf und ich hätte auch keine Schwierigkeiten damit, eins mehr davon zu haben und das Leuten zu schicken. Aber das geht schon los, dass sie zwei Kabel haben. Da ist einmal so ein Klinken, dann noch große Klinke. Ja. Und XLR dran. Ja. Okay, das heißt, man müsste den Leuten auch noch so ein Sound-Interface mitschicken. Gibt's, kostet 150 € das Stück, die dann so XLR und Klinke auf USB machen. Und dann brauchen sie Software und das ist schon wieder. Sie Software, ja. Genau. Und eigentlich für wirklich gute Qualität müssen sie das bei sich mitschneiden. So den lokalen Audio-Stream und nicht, dass ich hier das übers Internet übermittelte mitschneide. Das ist nicht so einfach, leider nach wie vor. Schade. Ja. Also wenn ihr da draußen eine Techniklösung habt, wir nehmen da auch gerne, also wenn es so eine Box gibt oder so und wir die bis jetzt noch nicht gefunden haben, gerne auch uns mitteilen. Wir würden uns ja freuen, wenn wir da die Qualität ein bisschen verbessern könnten. Eben. Tja, sozusagen. Ja, natürlich wäre ideal, wenn Leute besuchen würden oder Leute einbesuchen würden. Das ist aber auch nicht immer so einfach. Wir sind ja in Kiel, das ist nicht so auf dem Weg. Wir müssen nach Mitteldeutschland die Redaktion verschieben. Ja, Hannover. Ja, oh. Wollen wir nach Hannover ziehen, Thomas? Ja, ich finde Hannover cool. Ja, ich war auch unlängst wieder da und Hannover wird viel Unrecht getan. Ja. Hannover ist die am meisten unterschätzte Großstadt Deutschlands. Nach Kiel, aber ja. Ich sag dazu nichts. Aber ich finde es wirklich schön da. Also, ja. Dieser riesige Park, der da ist. Der die ganze Stadt eigentlich ist, ne? Das ist ja überall Wald. Ja. Das ist. Also, Hannover würde mal ganz oben stehen auf der Liste, wenn man nochmal irgendwo anders hinzieht. Na gut, also, auf geht's. Auf geht's. Wir brauchen immer wieder einen Umzug. Ja. Ich habe ja gerade einen Umzug hinter mir, insofern, ich habe sogar noch Kartons. Jetzt, ich wollte gerade sagen, du hast doch noch nicht alles ausgepackt. Du bist doch alles in Kartons, ja. Genau. Du bist doch quasi optimal vorbereitet. Umzug ist, wäre mein Stichwort, um zurückzukommen zu Online-Speicher Thematik. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Worauf willst du hinaus? Ich möchte darauf, dass ich habe Dropbox gekündigt. Du hast Dropbox gekündigt. Ja, also
Warum? Größtenteils habe ich es gekündigt. Das heißt größtenteils? Ich zahle nicht mehr dafür. Ach so. Ich zahle nicht mehr dafür. Du hast die kostenfreie Version. Und ich habe es auch nicht mehr auf dem Mac, ich habe es nicht mehr auf dem iPhone, nicht mehr auf dem iPad, ich habe es nur noch im Browser drin. Denn Dropbox hat sich über die ganzen Jahre ja schon immer mehr Berechtigungen auf so einem Mac erschlichen, was er nicht alles haben wollte, damit das mal funktioniert. Und hat jetzt ja auch schon seit einiger Zeit so einen Auto-Updater aktualisiert, also von sich aus die Software im Hintergrund. Und jetzt ändert sich da alles. Das ist nicht mehr nur so ein Menu-LED, sondern es ist eine eigenständige App, die auch in einem Dock immer irgendwie rumhängt und auch nicht weggeht. Und will ja noch viel, viel mehr sein. Inzwischen ist so ein Notizding ist da mit drin und das ist irgendwie mit Microsoft Office irgendwie verknuppert und das kann irgendwie tausend Sachen. Alles, was ich haben will, ist ein gottverdammter Ordner, der meine verdammten Dateien synchronisiert. Mehr möchte ich gar nicht. Ja. So. Und das ist so, da kann man auch, haben auch alle damals drüber gelacht, als Jobs angeblich gesagt hat, dass er Dropbox nicht kauft, weil Dropbox kein Produkt ist, sondern ein Feature. Und noch viel mehr darüber kann man, dass Apple dann trotzdem, wann ging Mobile Me los? 2010 oder was? Ja. 9? Ja, ich glaube. 9, glaube ich. Apple geschmeidige 10 Jahre gedauert hat, dieses Feature zu implementieren, weil jetzt mit iOS 13 und iPadOS ist es zum ersten Mal möglich, auch dann Ordner nicht nur zu synchronisieren, sondern auch Ordner freizugeben. Also nicht nur einzelne Dateien, sondern ganze Ordner. Aber das ist das Feature, was ich haben möchte. Und ich habe Dropbox das überall runtergeschmissen, habe all meine Daten daraus gepoolt, habe noch einen Dropbox-Account, weil hier so 2 Ordner in der Firma sind Dropbox-Ordner. Muss ich auch nur bei Bedarf reingucken, das geht dann im Browser. Ja. Weil ich irgendwann, als Dropbox cool war, in der Anfangszeit, konnte man relativ viel Speicher zusätzlich erwerben, indem man Leute da angeworben hat. Deswegen ist mein Dropbox-Speicher, glaube ich, immer noch so um die 60 GB groß, ohne dafür zu bezahlen. Aber hier in der Firma arbeiten wir auch gerade an technologischen Umstellungen. Und wenn diese beiden Ordner dann nicht mehr nötig sind, dann bin ich komplett weg von Dropbox. Und das läuft dann alles über iCloud in meinem Fall. Ich habe Dropbox vor einigen Jahren verlassen im Zuge dieses Skandals, als rauskam, dass Dropbox, glaube ich, schon 2012 gehackt wurde und mehrere Millionen Nutzerdaten verloren hat und das aber klammheimlich verschwiegen hat und erst zugab, als das selber rauskam und erst dann an seine Nutzer eine E-Mail rausschickte mit, ach Leute, übrigens, vielleicht ändert ihr mal euer Passwort. So, und das erst 4 Jahre danach. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, Dann halt ohne mich. Hätte ich auch schon machen sollen. Ja. Ja, gut. Also ohne Dropbox. Tja, ohne ihr Dropbox. Könnt euch denken, was ich benutze, aber. Ja, auch nicht. Box.com? Bestimmt. Ja, gut. Ja gut, Google Drive haben wir hier auch im Einsatz, sonst wenn eine Redaktion ja für Dinge. Ja. Ja, ist so eine Art Redaktionssystem, solange wir kein Redaktionssystem haben. Ne? Das wird sich ja hoffentlich bald ändern. Kein Update des Redaktionssystems. Ja, stimmt, wir haben ein Redaktionssystem, was man aber nicht nutzen möchte. Das wollen wir jetzt mal öffentlich anklagen, dass wir immer noch kein Update haben. Ja. Vielleicht hilft es, wenn wir es öffentlich anklagen. Da müssen mal Dinge passieren, weil der Rechner von Herrn von Alverden, der läuft ja in diesem Apple-Beta-Programm. Genau, und jetzt denken alle, der nutzt schon Catalina. Nee, der nutzt nicht Catalina. Wie heißt er? Catalina heißt er. Das hört sich an wie so ein Country-Song von Willie Nelson. Yeah, so. Willie Nelson mit Catalina. Nein, der nutzt tatsächlich immer noch irgendeine Beta von, wie heißt das Ding? Mojave heißt das Teil. Weil ich auf Catalina nicht rumwechseln, hoch update kann, weil nämlich dann unser Redaktionssystem nicht mehr funktionieren könnte und ich an der Produktion des Heftes nicht mehr teilnehmen könnte. Das hast du doch extra gemacht. Das habe ich absichtlich, also das Update hätte ich absichtlich gemacht, wenn ich jetzt nicht mehr mitarbeiten wollen würde. Nur da ich in dem Mojave-Beta bin, erinnert mich mein Mac jetzt jeden Morgen, wenn ich ihn hochfahre oder anmache, übrigens, möchtest du nicht Catalina installieren? Ist eine tolle neue Beta, probier mal aus. Und ich denke mir jedes Mal, nein, ich möchte gerne, aber ich darf nicht. So, also wir müssten langsam mal, als MacLive-Redaktion muss man auch mal in eine Beta reingucken können, finde ich. Wäre nicht schlecht. Ja. Wenn wir aktuelle Rechner hätten. Spätestens wenn wir drüber schreiben, wenn es dann im Herbst draußen ist, wird es lächerlich, wenn wir es nicht nutzen dürfen. Das macht es auch nicht sehr glaubhaft. Ja.
Wir hängen in einer älteren Adobe InCopy-Version fest. Das ist eines der Probleme, genau. Ja. Ja, ja. Das Programm startet einfach nicht mehr, weil, und das ist vielleicht auch, jetzt kommen wir zum Laserservice, ein guter Hinweis für alle unsere Hörerinnen und Hörer, Catalina wird nur noch 64-Bit-Apps zulassen und alle älteren Programme, die noch auf 32-Bit laufen, kategorisch abschießen und nicht mehr starten lassen. High Sierra hat schon gewarnt, Mojave warnt auch immer noch, wenn man solche Apps nutzt, so nach dem Motto, ah, du nutzt dir eine veraltete App, möchtest du die wirklich noch nutzen und so. Und mit Catalina ist jetzt wirklich Schluss. Also da müsstet ihr auch, bevor ihr im Herbst updatet oder an der Public Beta teilnehmt, nochmal gut überlegen, ob das alte, geliebte Bildbearbeitungsprogramm von 1996, ob das noch gebraucht wird. Ja. Ja. Ihr lacht, mein Vater nutzt so eins noch von. Aber gut, der ist bei Windows. Ist Paint? Oder? Was für eine Windows-Version? Painter Essential, nee, nicht Painter Essential, irgendwas anderes. Was für eine Windows-Version benutzt der denn wohl noch? Im Moment noch 7. Oh, das ist ja schon fortschrittlich. Ich dachte, er ist auf XP oder so. Nee, 7, aber das wird sich ja jetzt auch im Januar wird sich das auch verabschieden. Unter lautem Gemeuter von deinem Vater. Und mein Großonkel hat sich auch schon bei mir gemeldet. Ich kriege jetzt wieder einige IT-Aufträge, indem ich darf auf Windows 10 updaten. Ah, alle Familienrechner darf ich auf Windows 10 updaten. Ich darf in Kürze irgendwie, meine Schwiegereltern haben Glasfaser bekommen. Und okay. Ich kann schon nicht mehr schlafen. Wir können das ja zu einem ähnlichen Termin machen und uns dann dabei anrufen und unser Leid klagen. Wir werden dabei podcasten. Ja, das wird spitze. Live-IT-Support machen wir. Dann kann ich über Windows 10 herziehen. Oh Mann. Und ihr werdet live mitkriegen, wie wir alle enterbt werden oder so. Glasfaser. Sag mal, deine Schwiegereltern kriegen Glasfaser und wir, also das ist ja, ich muss mit irgendeinem Uraltkabel durch die Gegend laufen. Kupfer. Tja, Rendsburg, ganz weit vorne. Ja. Anscheinend. Da scheint der Breitbandausbau zu klappen. Ich weiß nicht, wir haben ja was falsch verstanden und die fangen an mit Glasblasen oder so. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Just in dem Moment ruft mein Mobilfunkbetreiber an. Das ist ja herrlich. Ich dachte mal, willst du den live in die Sendung holen? Nee, ich hole den jetzt nicht live in die Sendung, aber das ist ja, hören die uns ab. Kannst du rangehen und denen sagen, dass der Anruf zu Qualitäts mitgeschnitten aufgezeichnet ist. So. Nicht? Nee, ich bin jetzt nicht rangegangen. Hat leider schon aufgelegt. Tut mir leid. Ja. Willst du wohl bleiben, was? Nee, ich möchte da nicht bleiben, aber ich möchte auch nicht von denen. Also ich werde mir noch mal ein Angebot von denen anhören, was die mir so vorschlagen. So. Je länger man sich bitten lässt, umso besser wird das Angebot vielleicht. Weniger für mehr. Ja, richtig. Weniger Geld für mehr Inhalt. Das ist das, was ich denen sagen werde. Ich habe vor Jahren, habe ich mal einen Telekom T-Mobile-Vertrag wohlweislich oder weit im Voraus gekündigt, damit ich es im Zweifel nicht vergesse. Ja. Also ich wollte gar nicht weg, habe ich schon mal gekündigt, quasi ab Tag 2 des Inkrafttretens des Vertrages für in 2 Jahren schon mal gekündigt und habe dann so 4-5 Tage, bevor der wirklich auslief, habe ich bei der Telekom mal angerufen und hab die gefragt, ob da alles okay wäre, weil sich keiner gemeldet hat, weil der Vertrag auslaufen würde und so Haltegespräche und all sowas. Und da hat die wirklich unfassbar freundliche Mitarbeiter gesagt, bist doch nicht bei O2 hier. Das war cool. Die Telekom braucht die Kunden nicht. Na, ich habe ja mal 4-mal versucht, einen Telekom-Vertrag zu machen. Es ging ja immer nicht, wurde ja immer nicht... Der Vertrag kam nicht zustande von Seiten der Telekom. Ich wollte man als Kunde auch nicht haben. Also die Telekom hat scheinbar nicht nötig. Freut uns ja. Also ja. Ist doch schön, wenn ein Unternehmen nicht auf Kunden angewiesen ist. Die hat deine Siri-Gespräche ausgewertet. Und sich gedacht, das lohnt nicht. Oh Mann. Nächstes Thema, oder? Tolle Überleitung. Ja, das ist gut, ne? Ich bin der Profi der Überleitung. Vielleicht wird die Firma From Love... Nee, Quatsch, With Love from Johnny, ja bald auch für die Telekom arbeiten. Meinst du? Das war eine Überleitung. Das war mega. Ein Traum. Machen wir mal Johnny Ive, was wir vorhin schon hatten. Wir hatten Johnny Ive. Johnny Ive in Magenta. Ja. Im Grunde kann man nur noch sagen, er hat Apple jetzt verlassen, was wir ja schon gespoilert haben, und hat eine eigene Firma aufgemacht. Ne? Und Apple wird dort auch Kunde erstmal bleiben, heißt es. Heißt es, aber... In Wahrheit, wer bei Apple raus ist, ist raus, oder? Ja, ich weiß noch nicht. Auch. Man wird auch nicht die Produktion oder das Design der kommenden iPhone-Generation bei Johnny bestellen in einer Drittfirma. Das sieht irgendwie nicht nach Apple aus. So. Oh, das sieht gerade nach Apple aus. Meinst du? Ich weiß nicht. Es ist ja auch relativ unklar,
wer da jetzt designtechnisch an den Hebeln sitzt. Wohl ein ganzes Team. Ein ganzes Team, das, wie heißt der, Jeff Williams? Ich glaube, ja. Jeff Williams untersteht, der aber auch eher Orga macht, sag ich mal. Der ist ja auch kein Designer, oder? Genauso wenig wie Tim Cook. Das Lustige ist, dass die alle zur Duke-Universität gegangen sind. So ein Klüngel. So ein Klüngel. Ich glaube hier der Mann, der sich Eddie Q nennt, von dem ich bis heute behaupte, dass das kein Name ist. Der ist auch zu Duke, glaube ich, gegangen. Und das ist der Duke-Klüngel. Also, ja. Die haben ein gutes Basketballteam, glaube ich, ne, Duke? Ja, und ja. Scheinbar bilden die gute Manager für Silicon Valley. Wenn du nicht Basketballspieler, also nicht irgendwie NBA-Spieler bist, dann fängst du bei Apple an. Okay. Auch nicht schlecht eigentlich. Beides gute Aussichten, finde ich. Ja, ne? Wir haben die falschen Unis besucht. Ja, jedenfalls, jedenfalls ist keine Design-Universität, so viel steht fest, sondern da kommen diese sehr gut geschnittenen, grauhaarigen Herren her, aus RDQ vielleicht, die irgendwie alle aussehen wie Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und dann irgendwie Firmen leiten. Also, aber es ist nichts Ungewöhnliches, das, was Apple da macht, weil es war eher ungewöhnlich, dass sie so einen Design-Guru irgendwie hatten. Hat zum alten Apple, zu Steves Apple gepasst, finde ich. Zu Tims Apple passt es nicht mehr so, weil, ich meine, kannst du mir irgendeinen Microsoft-Designer nennen oder einen Google-Designer oder Amazon-Designer? Das konntest du früher bei Autos noch. Also bei Autos gab es früher berühmte Designer, die auch für verschiedene Hersteller gearbeitet haben und sich dann gerühmt haben damit, ja, der und der hat unser Auto gemacht und so. Hm. Aber bei Braun konntest du es auch noch, wir hatten es eben schon angesprochen, aber ich wüsste jetzt nicht, bei einem Tech-Unternehmen. Xiaomi, also der Chinese hat sich das mal gegönnt, also diesen Franzosen, auf dessen Namen ich jetzt leider nicht komme, der dieses Keramikteil da designt hat, das nur aus Display bestand im Prinzip, lange bevor das iPhone 10 auf den Markt kam. Ja. Ne? Da soll ja wohl demnächst auch das Mate X oder 10 kommen, das Club-Handy. Ja. Genauso wie das Samsung-Club-Handy hier angeblich fertig ist. Das heißt Mate? Das heißt Mate 10. Das heißt Mate, wie das Getränk. Nee, es ist ein Mate, wie Kumpel. Okay. Genau, ich Idiot. Club Mate wäre auch geil. Das Club Mate 10. Aber das wäre cool, wenn Xiaomi das über Club Mate irgendwie. Ich glaube, das kommt daher, dass sie mit Laptops angefangen haben. Sie Laptops zuerst von Apple kopiert haben und die heißen Matebook. Was ja, nah am MacBook ist. Ja, das sind schon Copycats. Auf jeden Fall, aber gute Copycats. Ich habe also zwei Xiaomi-Smartphones schon gehabt und die waren gut. Die waren wirklich gut und waren irgendwie, haben 10% eines iPhones gekostet. Ja, genau. So viel zum Thema Falthandy. Ich glaube, wenn ich, dass das kommt. Also gerade das Samsung. Das also diesen Xiaomi, den glaube ich das noch eher. Ja. Aber das Samsung ist wirklich durch. Das ist Huawei, oder? Das Huawei. Ach, früher oder später wird es natürlich ein Falthandy. Also, auch ein marktreifes Falthandy geben. Warum Samsung denn nicht? Hat ja. Das können wir auch nicht mehr zurück, oder? Samsung hat jetzt ja eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, dass diese Folie, die aussah wie eine Schutzfolie, die nur so halb auf dem Display drauf war und die Leute natürlich abgezogen haben, weil sie dachten, es wäre eine Schutzfolie, dass diese Folie die essentiell wichtig für das Display ist, jetzt über den Rand hinaus in das Display rein, also in den Rahmen reingeht, sodass man nirgendwo mehr dran ziehen kann. Ist das geil. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sie das Scharnier wohl leicht angepasst haben, sodass jetzt kein Dreck mehr da reinkommt. Da war ja wirklich so ein Spalt zwischen den zwei Displayhälften, als du das in den ersten Versionen. Und da kam einfach Dreck rein und wenn du es zusammengeklappt hast, hast du quasi einen Fremdkörper dazwischen geklemmt unter Umständen und das Display zerdrückt. Also die Büchse der Pandora ist geöffnet, die Firmen können nicht mehr zurück und sagen, oh, es wäre auch die erste Technologie, wo man irgendwie sagt, ach nö, das klappt irgendwie alles machen nicht. Machen wir doch nicht. Das ist die falsche Produktkategorie. Also ich bin ein großer Fan von diesen biegbaren und flexiblen Displays, aber ich weiß nicht, ob ich ein Klapp-Display-Telefon haben möchte. Wird sich zeigen. Ich müsste es echt mal in der Hand haben. So, ich müsste es endlich echt mal wirklich in die Hände nehmen können und mal gucken. Vielleicht ersetzt es ein Tablet, vielleicht ersetzt es ein Laptop, vielleicht früher, später, ich weiß nicht. Man muss es sehen und ich glaube, so ist es auch nicht angelegt, dass es immer bei Smartphones und bei Tablets bleiben muss. Nee. Sondern es gibt ja schon Entwürfe von Samsung, irgendein Wearable-Device. Ja.
was das um den Arm rumgeht. Ne? Genau, ja, genau, das ist ein riesiges, ein Display, das um den Arm rumgeht. Ich glaube aber, dass diese Technologie des Foldables, die wird kommen und die wird auch praktisch sein. Ich glaube aber, dass sie erst richtig an Fahrt gewinnt mit Micro-LED-Technologie, ja. Weil Micro-LEDs sehr viel einfacher dieses Biegen zu lassen und das Falten zu lassen. Ich glaube, das wird dann noch so 2 Jahre dauern, bis da wirklich marktreif was da ist. Und Apple ist ja auch einer der übrigens 130 Firmen, die da im Wettlauf sind, wer denn das erste marktreife Micro-LED-Display auf den Markt schmeißt. Und da sind große Firmen dabei. Also Apple ist da nicht gegen irgendwie so ein Startup-Unternehmen im Rennen, sondern tatsächlich gegen Samsung, LG, Google hat ein eigenes Unternehmen extra gegründet. Ja, aber Apple ist wohl gar nicht so schlecht davor, haben auch diverse andere Firmen aufgekauft und man rechnet damit, dass 2020 wohl die Apple Watch mit einem Micro-LED kommt. Und das wäre auch nur sinnvoll, denn die Apple Watch war ja auch vor dem iPhone Das letzte OLED-Display. Ich glaube sogar 4 Jahre vor dem iPhone, oder? Glaube ja, die erste Apple Watch. Ja. Und es ist ein relativ kleines Display. Genau. Das heißt, man kann erstmal anfangen, sich dort zu orientieren, rumzuexperimentieren, ohne dass das gleich die Größe eines Tablets oder eines Smartphones haben muss. Ja, was also insofern, unbezahlbar wäre. Was unbezahlbar wäre. OLED war ja auch erstmal ein sehr teurer Schritt für Apple. Mhm. Auch was Aufschluss angeht, ne? Das ja, auch was Aufschluss angeht. Wenn du so ein kleines Display 10% wegschmeißen musst, ist das ganz was anderes, als wenn du ein iPad-Display 10% wegschmeißen musst. Ja. Mhm. Ja, wir sind gespannt. Also. Ja. Wollen wir noch kurz nochmal kurz bei Johnny bleiben? Was war denn so euer Lieblingsdesign von ihm? Das sind so viele, ne? Das ist wirklich schwierig. Ich bin natürlich so, das war mein Einstieg auch in die Apple-Welt. Ich fand Apple zum ersten Mal cool, als sie diesen halb durchsichtigen Plastik-iMac hingestellt haben. Den runden mit dem Griff. Genau. Ja, klar. Das war wirklich cool. Aber so, wenn ich so meine beiden Top-Designs an Apple-Produkten überhaupt, da machen wir 3 draus, aus 3 Produktkategorien. Ich finde, wobei man da schon nicht weiß, wie sehr iPhone mit drin hing, aber die aktuellen iPad Pro Modelle finde ich großartig. Die vorne und hinten flach sind, an den Kanten quadratisch, praktisch, eckig, genau, gut. Ja. Dem folgend ist auch das iPhone 5, 5S SE, die ja mehr oder minder das gleiche Gehäuse haben. Ja. Die ich fantastisch finde, nach wie vor mein Lieblings-iPhone, so von Optik her. Und klar, inzwischen müsste es natürlich ein Fullscreen-Display haben, bla bla bla. Aber so vom Produktdesign her, mein liebstes iPhone. Und das MacBook Air. Das alte? Oh, hat sich ein wenig getan. Ja, stimmt. Keilförmig. Ja. Bei mir ist es ähnlich der iMac, der bunte, den hatte nämlich ein Sandkastenfreund von mir bei sich auf dem Schreibtisch stehen und da war ich immer neidisch, weil ich den cool fand als Kind und der hatte auch als erstes den ersten iPod und das war das erste Apple-Gerät, was ich wirklich auch, was ich in der Hand hatte, benutzt habe von ihm aus dann und so und das war einfach wirklich toll, weil da wirklich Design und dieses haben wollen und überall Musik mit hinnehmen und dieses hippe, coole, diese weißen Kopfhörer. Da hat mich zum ersten Mal dieser Markenfetisch, glaube ich, so ein bisschen erwischt, den Apple ja auch immer hat. wenn sich noch jemand an den erinnert aus dem Jahr 1997, den 20th Anniversary Macintosh, da war schon Johnny Ive für zuständig. Finde ich nach wie vor ein wunderschönes Design. Ich weiß nicht, ob das schon alle Hörer und Leser schon mal gesehen haben. Schon gelebt haben. Sollte man googeln. Den iPod Nano fand ich immer ganz toll. Ja. Wo viele ja witzeln, das war der Vorläufer für die Apple Watch. Ja, stimmt. Also zumindest der kleine quadratische dann später. Ja, es gab doch noch was anderes als ein Nano, oder? Ja. Hieß der nochmal dieses Mittel? Shuffle, den ohne Display. Ach, den fand ich scheiße. Nee, den ohne Display fand ich scheiße. Es gab den Mini. Es gab den Mini, den Nano und den Shuffle. Und den Classic.
Und eines der ersten Designs, das war das Newton Message Pad. Grandios gescheitert. Ja, war einfach, die Technik war noch nicht so weit. Das war im gleichen Jahr mit dem Macintosh TV. Ja. Und der Apple QuickTake 100. Einer Digitalkamera von Apple. Ansonsten, iPod finde ich sowieso toll. Also besonders diese Shuffle-Bedienung, dieser Ring da. Ja, das ist einfach. Der hatte doch einen Namen, ganz bestimmten Namen. Clickwheel? Clickwheel, ja. Ja. Wirklich schön. So, ja, na klar fand ich damals auch den iMac toll, auffällig. So, der wurde ja auch immer wieder gern platziert in irgendwelchen Fernsehserien. Ja, im Nachhinein. Das ist halt im Gegensatz zu anderen iPod-Produkten ein Produkt, dem man dann tatsächlich auch die Dekade ansieht, in der er entstand. Dieses transluzente. Ja. Ja, damals fand man es toll, aber heutzutage wird man sich's nicht mehr hinstellen wollen, oder nachdem jedes Bügeleisen übrigens immer noch so aussieht. Also stimmt, Bügeleisen sehen immer noch so aus. Da ist die Zeit stehen geblieben irgendwie. Andere Produkte, also viele sagen ja irgendwie diesen Power Mac G4 Cube fanden sie so toll, fand ich immer irgendwie doof. Habe ich nicht begriffen, die Kiste. Ja, der ist ja auch wirtschaftlich gescheitert, aber ich fand interessant zumindest. Also weil es jetzt nicht wie ein Computer aussah, mal wieder nicht wie ein Computer. Das ist so ein typisches Ive-Jobs-Ding irgendwie. Da ist so ein bisschen die Fantasie mit denen durchgegangen. Ja. Aber es ist auch irgendwie cool, oder? Dass Apple früher sowas mal gemacht hat. Also einfach so ein Ding auch gebaut hat. Das macht, da war Apple noch so ein bisschen Google-iger irgendwie. Ja, das einfach ist mal so machen. So eine typische Google-Geschichte. Boah, irgendwie 500 verschiedene Startups so innerhalb des Google-Dachs. Und jeder, der fragt, kriegt mal ein bisschen Geld. Also ein bisschen, meine ich ein paar Millionen. Und dann hauen wir auch mal was raus. Und wenn es dann nicht so toll läuft, dann stellen wir es eben wieder ein. Ja, dann macht Apple das und dann kommst genau du doch und sagst, dass der Mülleimer Mac Pro scheiße aussieht. Nein. Ja, dann gibt es wieder auf den Deckel. So. Aber, na gut, mir fällt nichts dazu ein, vielleicht habt ihr ja recht. Was ich jetzt spannend finde, ist noch nicht fertig gedacht, wenn der Gedanke jetzt gerade erst kommt, dass Apple gerade so in der Zeit der sehr späten 80er, frühen 90er und dann auch bis in die späten 90er Computer gebaut hat, die nicht wie Computer aussehen. Also ne, mit den ersten iMacs und mit dem G4 Cube und so. Weg von diesen und auch, dass das erste grauen Kästen, das meinst du, ne? Genau, und auch dass das iBook, das sah nicht aus wie ein Laptop. So, alle anderen Laptops sahen scheiße aus und waren dick und hässlich und träge und behäbig. Und das iBook war, das ist auch ein Stein, wenn man das heute in die Hand nimmt. Mhm. Aber sieht auch ulkig aus, oder? Genau, aber es sah leicht luftig aus, vielleicht so anderen, das sah modern aus, so. Und dann gab es ja irgendwann diese Phase, als der iMac das im Prinzip heutige Design bekommen hat und als sie mit den Unibody MacBooks und dem MacBook Air und alles auf die Ecke gekommen sind, wo Apple ein Stück weit definiert hat, wie Computer aussehen. Mhm. Vielleicht ist es deswegen auch heute, wir haben das noch nicht ganz fertig gedacht, aber vielleicht sind deswegen auch die Produktdesigns heute auf den ersten Blick langweilige, die Apple so vorlegt, weil sie definiert haben, wie Computer da aussehen. Das war es eben, was ich vorhin meinte. They nailed it, ne? Ja. Ja, aber trotzdem, ich meine, sehnt ihr euch nicht die Zeit zurück, als es noch aufregend war, eine Keynote zu gucken, weil man sich gefragt hat, wie dieses Jahr wohl der iMac aussieht? Ja. Was war das geil, oder? Und dass man 8 Jahre in Folge enttäuscht worden, weil sich endlich verändert hat. Ja. Immer ein bisschen dünner. Und wo man wirklich irritiert war über diese komische Schreibtischlampe, die sie da mal vorgestellt haben. Ja. Das war wirklich so weit früher, ja. Ja, da auf jeden Fall, ja. Ja, ja, ja. Wo jeder iMac im Prinzip jedes Jahr ein bisschen anders aussah. Das war schon cool. Vor allem ein Stück weit, und ich weiß, dass ich damit sieht man gerade als Journalist, der sich vorwiegend mit Apple beschäftigt, sondern am eigenen Ast. Aber da sehne ich mich so ein bisschen zurück zu der Zeit, als Internet noch weniger verbreitet war. Also als noch nicht alles vorher eben bekannt war. Und heute es ist ja wirklich, wirklich schwierig, sich auf eine Keynote zu freuen. Ja. Und man kann es auch nicht ausblenden. Das ist ja mein Problem. Ich glaube, man würde es schaffen, den ganzen Apple-Rumor-Gerüchte-Krams irgendwie aufzublenden und die Keynote dann zu gucken und auch anders zu genießen. Kann ich natürlich nicht machen, nicht in dem Job. Aber es ist auch gewollt, die Keynote ist ein bisschen tot, oder? Schon. Diese Leaks, die sind ja nicht zufällig, das kann mir niemand erzählen. Schon, ja, also vor allem die,
Also was ja auffällig ist, dass Apple dann über viele der Dinge, die geleakt worden sind, auch gar nicht mehr spricht auf der Bühne. Genau. So, ja. Was für mich immer ein Indikator dafür ist, dass sie genau das, diese Leaks nutzen, um noch mehr Informationen rauszuhauen, als sie in die 2 Stunden reinpressen können. Es war nur bei iOS 12 so, da war ja einen Tag vorher die Golden Master verfügbar. Ja. Und da wurde wirklich jedes Detail gelüftet. Und das ist auch eine Entwicklerkonferenz, ne? Das ist noch ein bisschen was genau, anderes. Genau, ne? Ja, aber da war es tatsächlich so, dass alles, was auf der Bühne erzählt wurde, da saß man gähnend so, oh, nee, es war nicht die Gold Master, sondern es war die erste Pro-Version, Entwicklerversion, Beta war verfügbar vor der WWDC und deswegen kannte man das alles schon. Das war relativ langweilig. Ja, das ist ja mittlerweile auch eine hohe Kunst geworden, also diese Leaks. Ich habe euch schon letztens erzählt, da werden wir schon wieder ausgelacht, wie immer. Ja. Von Möwen. Es wird immer schlimmer, ja. Dass es Google geschafft hat, irgendwie von irgendeinem Produkt ein Foto zu machen, wo ein Monitor zu sehen ist und im Monitor spiegelt sich das neue Pixelbook. Ja. Und auch nicht gesagt hat, irgendwie guck mal, da ist das Pixelbook zu sehen, sondern das einfach rausgehauen hat, das Foto. Und mal sehen, was passiert. Und natürlich sind irgendwie Freaks draufgesprungen, haben gesagt, boah, was ist das denn da, ne? Ja, oder das ist schon cool, oder? Dass Google Pixel 4 schon mit Gestensteuerung und Gesichtserkennung und so. Das hat man offiziell alles schon bekannt gegeben. Klar, warum nicht, ne? Was Johnny Ive nicht konnte, war so ein bisschen Oberflächendesign, fand ich, oder? iOS 7? Ach, herrje. Ja, also mit iOS 7 ist Apple ein bisschen zu weit gesprungen. Die haben ja auch in den Jahren danach auch nochmal deutlich zurückgerudert und das Design, was sie aktuell haben, mag ich. Ich weiß, du magst das, was bei Android der Launcher ist nach wie vor nicht. Ein Homescreen, also, ja. Ja, damit, ich komme damit auch gut klar. Aber ich mag das Design, was sie aktuell haben, das mag ich. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie viel Ive das noch ist. Ja. Also da können wir eine Extra-Sendung machen. Also wenn man jedenfalls beim Homescreen mal zulassen würde, dass man die Icons auswechseln könnte, dass man Icon-Sets entweder selber anbietet oder das freigibt, dass Designer Icon-Sets darauf ballern können. Boah, weil es ist so ein klicki-bunti Quatsch irgendwie, diese Icons, und wenn du da noch irgendwie ein Foto dir hinterlegst, dann ist es gänzlich durcheinander. Puh, also da bleibe ich dabei. Ich finde, dieser Homescreen, der muss überarbeitet werden. Und das habe ich eh nicht verstanden. Fotos habe ich eh nicht verstanden. Ich habe mein das pechschwarze Hintergrund. Ja, ich komme auch wieder zu einfarbigen Hintergründen zurück, auch auf dem Laptop. Trotzdem, also ich finde schon, ach, es kann doch nicht sein, dass es hunderte von Launchern gibt, irgendwie im Play Store und mindestens ein Dutzend. Und dabei bleibe ich, besser sind als dieser Homescreen von Apple. Obwohl diese Launcher manchmal als Hobbyprojekt zusammengelötet werden im Hobbykeller von irgendwelchen Programmierern, die sie dann ihre Ergebnisse da irgendwo im Play Store veröffentlichen bei Google. Das kann doch irgendwie nicht angehen. Ich weiß nicht. Also für mich bietet der Homescreen zu wenig und für mich bietet iOS zu wenig, aber das ist ein extra Thema, oder? Dann sitzen wir hier übermorgen. Definitiv. Noch. Ja. ich würde sonst anbieten, nochmal einen weiteren, den anderen Hörer zu Wort kommen zu lassen. Yay! Servus an das ganze MacLife-Team und alle Zuhörer des Podcasts. Ich wollte jetzt mal ein kleines Feedback zum LG Ultra Fine 4K in der 2019er Version geben. Ich habe mir kurz nach Release den Monitor im Apple Store gekauft, habe ihn jetzt also seit einigen Wochen im Dauereinsatz, und die Dinge, die mir am besten an dem Monitor gefallen, sind erstens das Display. Es ist wirklich super. Es hat eine tolle Farbdarstellung. Es ist in der Mac-Qualität, in der iMac-Qualität, passt super toll zum angeschlossenen MacBook Pro, und es ist glare und nicht matt, wie viele andere Monitore in dieser Größe und mit 4K IPS-Panel. Und deswegen gefällt mir das auch viel besser, weil es einfach super zu den Macs und MacBooks passt. Als zweites, ich habe hinten insgesamt 5 USB-C-Anschlüsse. Finde ich eine ganz tolle Sache. Ich kann meinen
MacBook direkt über Thunderbolt 3 anschließen. Davon sind insgesamt 2 vorhanden, also 5 USB-C, davon 2 Thunderbolt 3. Und meine ganze Peripherie kann ich da auch dran anschließen. Was mir da allerdings ein bisschen fehlt, sind andere Anschlüsse wie USB 3, also USB-A-Anschlüsse in USB 3 Geschwindigkeit, weil ich doch noch einiges an Peripherie habe, was normale USB-A-Anschlüsse hat. Das wäre zum Beispiel meine Webcam, die ich an den Monitor angeschlossen habe, weil der Monitor keine integrierte Webcam hat im Vergleich zu dem LG in der 5K-Auflösung. Da ist eine Webcam integriert. Verstehe ich nicht, weil die Ränder dieses Monitors sind dick genug, um auch dort eine Webcam theoretisch zu integrieren. Großes Fragezeichen, aber okay. Eine andere Sache, die mir fehlt, ist ein direkter Audioausgang, weil ich externe Lautsprecher anschließen möchte und die stecken momentan an meinem MacBook direkt. Und da geht mir so ein bisschen der Vorteil verloren, ein einziges Kabel muss am MacBook angeschlossen werden und dann funktioniert alles. Nein, leider nicht. Ich muss noch ein zweites Kabel anschließen für Audio-Out, weil ich am Monitor kein direktes Audio-Out habe. Workaround, dachte ich mir, ist ein USB-C auf Klinken-Adapter anzuschließen und da dann Audio drüber laufen zu lassen. Habe ich probiert, hat aber eher so, naja, funktioniert. Ich habe dann beim LG Support mich gemeldet und die haben auch gesagt, keine Ahnung, wissen wir nicht, probier es einfach mal aus. Also die wussten auch nicht so genau, ob das jetzt so gedacht ist von den Ingenieuren, dass man sowas macht oder nicht. Aber ich hatte jetzt keine gute Erfahrung. Die Lautsprecher haben dann öfters mal ausgesetzt, also die externen Lautsprecher haben öfter mal ausgesetzt. Es gab so ein paar Plop-Geräusche. Lag nicht am Adapter, lag nicht am AUX-Kabel, habe ich verschiedene probiert. Ja, war nicht so toll. Die Lautsprecher an sich vom Monitor, da sind nämlich welche integriert, finde ich eigentlich ganz gut. Für meine Zwecke leider nicht ausreichend, aber für Monitor-Lautsprecher definitiv ausreichend. Der Bass ist gut, die Mitten sind verständlich, die Höhen nicht zu überspitzt, wie ich es manchmal bei anderen Monitoren feststellen musste. Was so ein bisschen dran leidet, ist dann allerdings das große Gehäuse. Das Gehäuse ist sehr tief. Zusätzlich zu den wirklich fetten Rändern ist das Gehäuse sehr tief. Dadurch ist der Monitor auch schwer und dadurch ist die Höhenverstellung ein bisschen schwergängig. Also man muss sehr viel Kraft aufwenden, damit die Höhenverstellung einigermaßen funktioniert. Wendet man zu viel Kraft auf, dann rutscht der Monitor einfach nach unten oder nach oben. Also filigranes Einstellen ist nicht wirklich möglich. Was mir ansonsten noch gut gefällt, ich kann die Monitoreinstellungen neben der Option in den Systemeinstellungen auch am angeschlossenen Apple Keyboard vornehmen oder am Wireless Keyboard, am Bluetooth Keyboard. Wenn ich da F1 oder F2 drücke, um die Helligkeit zu verändern, wird das direkt am Monitor übernommen. Klappt hervorragend. Ansonsten, der Standfuß ist sehr stabil. Der Monitor wackelt nicht. Und das Design ist, ist eine Geschmackssache. Es ist halt doch so ein bisschen plastik, aber dann doch gut verarbeitet. Es passt aber doch ganz gut auf den Schreibtisch. Eine letzte Sache noch. Probleme beim Restart oder beim Aufwecken und Starten des MacBooks habe ich überhaupt nicht feststellen können. Das funktioniert alles perfekt und sofort ist der Monitor da, wenn der MacBook aufwacht. Alles überhaupt kein Problem.
Eine letzte Sache dann doch noch betrifft den LG Screen Manager, die Verwaltungssoftware dieses Monitors, die man im App Store runterladen kann. Die ist wirklich grauenhaft, kann wirklich nicht viel und teilweise schlecht übersetzt und ja, mehr schlecht als recht. Also da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit reinstecken, um die Software zu verbessern. Ansonsten gibt's von mir wirklich eine Kaufempfehlung. Die 750 Euro sind aus meiner Sicht gut investiert. Klar ist es ordentlich Geld für einen 4K-Monitor mit 24 Zoll. Da kriegt man auch schon Angebote, die halb so viel kosten. Aber wie gesagt, das Panel ist super gut. Das Glare gefällt mir viel besser als irgendwelche matten Panels. Und ja, ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt dann doch irgendwo. Schaut euch einfach die Monitore im Apple Store mal an und dann könnt ihr das für euch auch ganz gut selber entscheiden, ob ihr das Geld investieren möchtet oder nicht. Dann liebe Grüße aus München. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über den Monitor erzählen und noch viel Spaß beim weiteren Hören der Folge. Vielen, vielen Dank. Mensch, da brauchen wir nur mitschreiben, da haben wir einen Testbericht für die nächste Mac Live fertig. Ich muss mal sagen, wir brauchen das neue gar nicht mehr testen. Ja, gut. Das war doch gut. Ja, recht ausführlich, aber tatsächlich bei den LG-Bildschirmen, da gab es auch immer wenig zu meckern. Die haben es halt irgendwie kaputt gekriegt zwischendurch. Ja. Dass es da Probleme mit den angeschlossenen Macs gab. Da war davon auszugehen, dass sie es irgendwann wieder auf der Reihe kriegen. Oh, ja, eigentlich muss man ja. Also Apple in Verbindung mit LG und die kriegen was nicht auf die Reihe, das muss ja wohl irgendwie. Ja. Was sonst immer noch schwierig ist, ist tatsächlich ja, das sagte er ja auch, Audio über diese Monitore. Vor allem Audio-Ansteuerung. Ich habe ja auch einen LG-Monitor, kein Ultrafine, aber das ist auch über die Web-Software drauf. Es gibt kaum Monitore. Anders angefangen. Wenn man an den Monitor jetzt Kopfhörer anschließt, zum Beispiel, oder Lautsprecher, wie ich das zu Hause habe, gibt es kaum Monitore, wo man dann die Lautstärke dieser Kopfhörer-Lautsprecher über die lauter-leise Tastatur ändern kann. Ja. Und das ist nervig ohne Ende. Und gerade wenn LG mit Apple zusammenarbeitet, erwartet man ja, dass das funktioniert. Ja, also was. Ja. Ein Gerät, von dem man auch erwartet, dass es funktioniert, soll ich einfach mal so überleiten? Mach mal. Überrasch mich mal. Falls es denn überhaupt kommt, sind die berühmten und schon seit Jahren berüchtigten Apple Glasses. Es gibt wieder mal neue Gerüchte darum. Also erstmal gab es eins. Wieder mal ein völliges unbestätigtes Gerücht mit auch nur einer Quelle, dass Apple gar nicht mehr an dem Ding arbeitet. Das war so zwischendrin mal so kurz ein Gerücht, dass Apple die Apple Glasses einfach eingestellt hat, weil man selber nicht genau wisse, was man damit machen wollen würde und man sowieso nicht damit fertig wird und es auch nicht schafft, die Komponenten so klein zu kriegen, dass sie in so eine Brille passen und ohne hässlich auszusehen und deswegen alles gleich ganz sein lässt. Für alle Zeiten kriegt man das nicht hin. Nein, nicht, und deswegen ist vorbei. Genauso wie faltbare Smartphones und lass uns Ruhe damit. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück zu den Nokia-Knöpfen. Genau, wobei das viele Vorteile hätte. Und dann gibt es jetzt aber ein Patent, ein US-Patent, das wieder mal zu den Glasses passt. Und da geht es unter anderem um Steuerung per Gesichtsausdrücke und Gesten und solche Dinge. Kann ich nicht mit so viel mit anfangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, ich habe es auch gelesen, aber... Also wenn du so nach dem Motto, wenn du eine Augenbrauen hochziehst, wenn du das hinkriegst, dann kannst du irgendwie... Ja, genau. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass zukünftig Leute, die Apple Glasses tragen, anfangen, irgendwelchen komischen Grimassen zu schneiden. Sieht völlig irre aus, wenn du den Bus begegnest. Genau. Und dann du denkst, was ist denn jetzt los? Na, nee, der benutzt nur seine Uhr. Seine Brille, meine ich. Ja. Ich weiß nicht. Also ich will mich nicht darauf festlegen, ob diese Gestensteuerung, ich weiß nicht. Also Apple, das Thema AR ist ganz groß, das ist Tim Cook ganz wichtig. Ja, aber er sagt auch einfach schon seit Jahren, dass es ihm wichtig ist und es passiert nichts. Endlich hat er mal was erkannt. So. Ah.
ja, naja, nein, komm, er kennt eine Menge. ARKit ist tatsächlich, was Schnittstelle betrifft, marktführend, was die Technik betrifft. Aber ganz ehrlich, außer Spielen ist bisher noch nicht viel passiert. Ja, so. Was denn auch? Es fehlt ja so ein bisschen die Anwendung. Die Technik, es fehlt die Hardware. Und das ist natürlich doof für alle und besonders für Apple, weil man hängt so in dieser Schleife drin. Natürlich würde auch Apple gerne mal eine coole neue Hardware auf den Markt bringen. Aber irgendwie, das nächste Logische wäre, finde ich schon, also diese Glasses-Idee, die Google ja schon mal, ich behaupte, experimentell, bewusst experimentell aufgegriffen hat. Das sollte nie ein Massenprodukt werden. Also das ist schon das logische nächste Kopfhörer, nachdem man die nun abgefrühstückt hat. Glasses wäre natürlich, wenn ich in Sachen AR weitergehen will, dann ist das Smartphone nicht das richtige Medium. Nee. Wer will sich da schon ewig vor die Nase halten? Man, ich denke nur an diese komische Keynote zurück, wo nun, was weiß ich, vier erwachsene Leute da unseren Wohnzimmertisch rumspazierten und rumhüpften, weil sie ein Spiel spielten. Ja, genau. Das will doch kein Mensch. Nein, irgendwie. Nein. Insofern, das wäre schon logisch. Ich habe jetzt gelesen, dass vielleicht 2020 Apple da jedenfalls schon irgendwas vorstellen wird. Warum sollen sie es nicht machen? Und das wird, das darf nicht verwechselt werden mit irgendwelchen VR-Geschichten oder so, sondern das war übrigens Sammy, der Gesundheit, Büro, Gesundheit. Der ordentlich genießt hat. Dem ist die Apple Watch dabei von der Nase geflogen. Quatsch, die Apple Glasses. Genau. Also es wäre schon ein logischer Schritt und ich traue das Apple zu und das wäre cool. Ja, go for it, oder? Mich würde zum einen wirklich interessieren, wie sieht so ein Ding aus? Und wie wird das mit den Benachrichtigungen gelöst? Kriege ich jetzt, am Handgelenk etwas zu haben, was einem die ganze Zeit schon benachrichtigt, kann schon schwierig sein, finde ich. Das muss man ganz genau einstellen, was für Benachrichtigungen da durchgehen sollen. Es gibt wirklich Leute mit Smartwatches, also viele stören sich ja im Gespräch daran, dass Leute auf Handys gucken. Wenn jetzt Leute die ganze Zeit im Gespräch auf ihre Uhr gucken, immer wieder, dann hat man das Gefühl, die wollen irgendwie los. Ja, genau. Das ist schon ganz schwierig. Und wenn jetzt die Leute die ganze Zeit irgendwo hingucken, weil sie Benachrichtigungen bekommen, genau. weiß ich nicht. Die neueste Diskussion ist ja übrigens, oder eine kleine Diskussion mit den AirPods, ist es eigentlich grob übelhaft, wenn man an der Kasse weiter die AirPods drin hat und die Kassiererin nicht weiß, ob man gerade Musik hört oder nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, dass diese ganzen technischen Neuerungen so ein bisschen so und wahnsinnig schnell in den Verhaltenskodex, ich hätte beinahe gesagt, in den fast globalen Knigge eindringt. Und ähnlich wäre es sicherlich mit solchen Glasses, wobei du, ich glaube, bei den Glasses noch das kleinste Problem hast, weil du siehst das von außen glaube ich gar nicht, was gerade dargestellt wird. Ein viel interessanteres Problem, das sich mir stellt, ist doch, wenn es wirklich so ist, wenn diese ganzen Patente angewendet werden, dass du früher oder später ein Medium vor den Augen hast, dass deine ganze Realität mitbekommt, updatet und auch verändert. Du kannst dir im Prinzip die Realität so darstellen lassen, wie du sie haben willst oder wie jemand anders sie will, dass du sie siehst. Was sind da wieder für Herausforderungen, die auf uns zukommen? Sieht jeder seine eigene Realität? Sieht man in China nur noch die Realität, die das autoritäre System da irgendwie den Menschen vor die im wahrsten Sinne des Wortes vor die Augen hält. Es wäre natürlich die naheliegendste Anwendung für so Glasses. Ich gehe auf H&M zu und sehe auf mich zugeschnittene Werbung an der H&M-Front. Ja. Du siehst wieder was anderes. Du siehst irgendwie Badehosen für 60 Euro. Ich sehe welche für 18 Cent. Weil H&M schnell mal im Hintergrund deinen Kontostand checkt oder was auch immer. das, was du vor im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hast, das reißt ja ganz neue ethische Diskussionen auf und da kommt noch was auf uns zu, wenn man das kombiniert mit artifizieller Intelligenz, was da für ethische Diskussionen jetzt schon laufen. Wir hatten vor ein paar Ausgaben der MacLife als Tech-Tipp diese Brille, die alle Bildschirminhalte ausblendet, also wo alle Bildschirme schwarz werden, wenn du die aufsetzt. Das ist ja jetzt nochmal das genaue Gegenteil. Ja. Plötzlich wird alles in deine Bewusstsein mit reinprojiziert. Alles wird zum Bildschirm. Alles wird zum Bildschirm, die gesamte Welt. Und das ist
Zu mir hat man Forscher vom SETI, also von SETI, gesagt, was ihn an artifizieller Intelligenz wirklich interessiert ist oder was er wirklich gut findet, ist, dass wir dadurch vielleicht alle irgendwann mal einsehen werden, dass auch das Gehirn eine reine artifizielle Intelligenz ist. Vielleicht ist es damit genauso. Wir sehen, was wir sehen wollen. Ja. Wir wissen es nur nicht. Vielleicht wird es uns damit vor Augen geführt. Es gibt doch dieses Experiment mit den Leuten, die Ball spielen und da läuft ein Gorilla durchs Bild. Ja. Und wenn du jemanden sagst, der soll auf den Ball achten, sieht er im Leben nicht den Gorilla. So. Was ich für das Glasthema noch habe, ist der langweiligste Einwand, den man so bringen kann. Aber ich bin ja relativ junger Brillenträger. Ja. So, seit jetzt irgendwie 8 Monaten, 9 Monaten laufen mit der Brille hier gegen. Es hat mich einen verdammten Nachmittag gekostet, ein Modell zu finden, wo ich mich nicht scheiße mitgefühlt habe. Und ich habe mal einen Tag oder zwei gebraucht, um zu akzeptieren, wie das Ding aussieht. Und ich habe eine Woche gebraucht, bis mir das wirklich gefallen hat, wie ich damit aussehe. Es ist Apple nicht dafür bekannt, von einem Produkt 94.000 verschiedene Varianten rauszubringen. Ja. Genau das wollte ich sagen. Und alle laufen plötzlich mit dem gleichen Brillen. Das glaube ich nämlich nicht. Alle sehen aus wie Tim Cook. Das ist nämlich den Leuten, das ist selbst beim Smartphone, das den Großteil des Tages in der Tasche ist den Leuten schon nicht egal. Auch deswegen haben die Leute Hüllen, um Dinger unterscheidbar zu machen. Bei der Uhr sind es die Armbänder und sind es die Displays. Und bei der Uhr ist es noch am wenigsten tatsächlich. Aber es gibt ein Grunddesign eben. Genau. Aber bei der Brille, ich habe da nie drauf geachtet. Erst als ich selbst angefangen habe, eine Brille zu tragen, habe ich darauf geachtet, was für Brillen Menschen eigentlich so tragen, wenn die Stadt läuft. Und es dauert ja, abgesehen von irgendwelchen Originalstand Ray-Ban-Modellen, findest du ja wirklich selten an einem Tag zwei Menschen, die gleiche Brille aufhaben. Ja. Und das wird Gründe haben. Ja. Naja, es gibt schon Trends. Also diese Brillen, die Tim Cook zum Beispiel trägt, die sind zurzeit sehr innen, weil es irgendwie seriös aussieht und so. Ja, die Hornbrille aus den 50ern war zu kurzzeitig wieder richtig da und so. Ja, die Trends gibt es, aber auch da unterschiedliche Modelle. Darauf wollte ich hinaus, das hat mir Herr Schack abgenommen. Dankeschön. Ob es da auch zu einer globalen Vereinheitlichung auf einmal kommt, dass wir alle dieselbe Brille tragen. Sehr interessant. Oder geht es nur um die Gläser vielleicht oder später die Kontaktlinsen? Ja, oder ist was zum Dranstecken an Brillen, die es schon gibt? Aber man weiß es alles nicht. Ja, oder kommt diese alberne Mode wieder zurück, dass diese Brillenträger in komischen Farben irgendwie in Schockfarben irgendwie sind? Das war ja auch schrecklich, die Zeit. Für Apple wird es schon das ganze Produkt sein, weil Apple wird nicht anfangen, dem Optiker hier irgendwelche Gläser auszuliefern und dann werden die in irgendwelche komischen billigen Plastikgehäuse reingedrückt oder sowas und das ganze Produkt ist insgesamt scheiße. Was ich mich aber auch frage ist, was ist denn das hinterher für ein Produkt? Also was mache ich denn als Brillenträger damit? Ja. Kann ich mir das also beim Optiker mit Sehstärke holen? Genau. Oder ist das so ein Ding, was Google ja auch hatte, die im Prinzip ja auch oben links aufgestellt haben? So ein Projektor drauf. Ganz elegant, genau, ja. Ja. Aber auch das, so ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple die Apple Stores ausstattet mit dann so Glasrolling und die müssen da dann noch geschliffen werden. Da sitzt dann immer ein Optiker und passt dir deine Brille an. Genau. Das wird ein fertiges Produkt sein oder es wird irgendetwas sein, was du in deine Brille integrieren kannst. Genau. Riesengeschäft wäre das. Ja. Stell vor, jeder Optiker muss bei Apple bestellen, diesen 1x1 mm großen Apple Glass Projektor oder was weiß ich was. Ja, und den dann an die Brille dran anzupassen. Ja. Es wird spannend. Also wie gesagt, da sind so viele offene Fragen und ich glaube, deswegen haben wir da auch noch kein Produkt gesehen. Weil Steve Apple Jobs hat ja damals auf die Frage, als es nur den iPod gab, noch nicht das iPhone, wann denn wohl der Video-iPod erscheint, hat er gesagt, es gibt keinen Kopfhörer für die Augen. Ja. Und das könnte bald soweit sein. Ja. Was eine viel bessere Überleitung geworden ist, als du, glaube ich, dir bewusst warst. Wir lieben Kopfhörer und wir haben welche getestet. Ja, in der Tat, ja. Möchtest du anfangen? Ja, ich muss mich jetzt erstmal an den gestrigen Tag erinnern. Was habe ich denn da getestet? Ja, ich hatte den von Master & Dynamic einen Kopfhörer zum Test leihweise, freundlicherweise bekommen. Master & Dynamic ist eine interessante Firma. Die kommen aus New York, das macht sie noch nicht so interessant, aber erstmal ist es
ein Familienunternehmen. Da musste ich mich vom Support so ein bisschen zurückreißen lassen, als ich dir schreiben wollte, weil es ist zwar von Vater und Sohn gegründet, aber es ist nicht in Familienbesitz, also kein echtes Familienunternehmen, völlig egal. Die stellen hochwertiges Audio-Equipment her, das, also schon Premium, was aber irgendwie noch erreichbar ist, rein preislich. Schon da ist die parallel zu Apple da. Und sie haben so ein paar Monate nach ihrer Gründung es sofort geschafft, in den Apple Store online und in die Ladengeschäfte aufgenommen zu werden. Das ist ein sehr überschaubares Portfolio, was sie da an Kopfhörern und Lautsprechern haben, was sie auch noch sehr sympathisch macht. Und die haben jetzt ihr erstes Produkt rausgebracht, das eine aktive Geräuschunterdrückung hat. Das ist ja auch so ein Stichwort, was gerne bei den AirPods gesehen würde. Aber ich rede hier von Over-Ears, also echten Kopfhörern. Und da hatte ich den MW65, so heißt das Ding, das hatte ich im Test. Und ich bin einigermaßen Herr Alvern, sind Sie noch bei mir? Ich bin nur da. Ich habe nur gerade zu unserem Bürohund geguckt. Ah ja, geht's ihm gut? Dem geht's gut. Ah, super. Wir dürfen nicht mehr lang podcasten, er muss bald mal raus. Ja. Der MW65, du hattest den ja auch auf deinen wertgeschätzten Ohren. Ja. Ich bin ziemlich begeistert davon. Ich in nicht erster so. Linie. Um gleich schon mal zu spoilern. Genau, um gleich schon mal zu spoilern. Ja, genau. Den Klang finde ich super und ich finde ihn deshalb super, weil er eben nicht basslastig ist oder besonders tolle Höhen hat, sondern dieses Klischee vom ausgewogenen Klangbild trifft auf den MW65 von Master & Dynamic unwahrscheinlich gut zu, weil er hat sehr hohe Dynamik, es hat eine klare Auflösung, du hörst also jedes Instrument ganz klar, die du vielleicht vorher nicht gehört hast. Er hat eine unwahrscheinliche Räumlichkeit, er trägt sich gut und um nochmal zum Klang zurückzukommen, durch diese relative Neutralität, klar, es ist kein Studio-Kopfhörer, sondern HiFi-Kopfhörer, deshalb färbt er immer ein bisschen schön und will keinen unbearbeiteten Klang rauslassen, aber der ist schon sehr neutral und dadurch spricht er auch auf Equalizer-Einstellungen sehr gut an und das wird oft vergessen, der Punkt, dass viele, also typisches Beispiel, Dr. Dre ist bei den letzten Modellen jetzt nicht mehr so gewesen, aber sehr basslastig von Haus aus sind und dann brauchst du keinen Hip-Hop-Equalizer mehr drüber hauen oder was weiß ich was, denn sumpft das Ding rum. Und dieser MW65, der spricht, ist für mich sehr wichtig, auf Equalizer sehr fein und sehr genau an. Der gefällt mir sehr gut. Der Klang ist, finde ich, über aller Kritik. Also wir reden hier von einer 500-Euro-Klasse, also die Klasse für Leute, die wirklich einen guten Kopfhörer haben wollen, aber trotzdem noch einigermaßen im Budget bleiben wollen und nicht gleich 1000 Euro ausgeben wollen. Die erwähnte Geräuschunterdrückung, die hat es dir nicht so angetan. Das ist mein Problem, das ist das Problem, was ich mit den Kopfhörern habe, denn ich finde, der Klang war gut und wenn ich sie zu Hause aufhabe, stört mich auch eigentlich nichts an den Kopfhörern, aber sie haben eben eine aktive Geräuschunterdrückung und damit sind sie für mich Geräte, die ich unterwegs und in der Bahn nutze. Na klar. So, und dann finde ich, muss das auch tadellos funktionieren und man merkt irgendwie, dass das waren, glaube ich, die ersten von Master Dynamic mit aktiver Geräuschunterdrückung, oder? Das ist das erste Mal. Ja, ja, ja. Genau, das erste Mal, dass sie das versuchen und da merkt man einfach, dass noch ein bisschen Luft nach oben ist. Also hier in Kiel zum Beispiel, Wind wird verstärkt durch die Geräuschunterdrückung. Also der Wind, den ich sonst einfach nicht hören würde, wenn ich die Geräuschunterdrückung aushabe, wird plötzlich zum störenden Nebengeräusch, weil die Mikrofone in Verbindung mit dem Gegensteuern es nicht schaffen, den rauszufiltern, sondern im Gegenteil ihn sogar noch verstärken. Das machen so gut wie alle übrigens, die ANC. Ja, seltsamerweise die China-Teile für 60 Euro, die ich auch getestet habe, die schaffen das. Die haben es ja angetan. Die Preis-Leistung ist einfach... Der Xiaomi unter den Kopfhörern. Genau, richtig. Und die Bang & Olufsen, die hier auch noch rumfliegen, die kriegen das auch mit dem Wind hin. Man muss aber zur Ehrenrettung sagen, wenn man die mittlere Geräuschunterdrückung einschaltet bei den Master & Dynamic, ist das weg mit dem Wind, dann ist das Problem weg. Ja, dazu muss man sagen, es gibt nur gering und hoch. Mittel genau, gibt's gering, gar nicht. Und, stimmt, gering und hoch.
die zwei Stufen und die geringe Geräuschunterdrückung, da versucht er nicht krampfhaft den Wind auszublenden und dadurch wird er nicht noch störender. Ja. Was mich aber auch in der Bahn vor allem gestört hat, wenn die Türen sich schließen von so einer Regionalbahn, gibt es so einen Wumms, so ein tiefes, dumpfes Bups. Und das wird tatsächlich richtig mit Druck verstärkt auf den Kopfhörern durch die Geräuschunterdrückung, sodass das wirklich störend wahrgenommen wurde von meiner Seite aus. Also alles, was so nicht gleichbleibende Geräusche sind, hat er mit der Geräuschunterdrückung einfach ein bisschen Probleme. Und deswegen ist er für mich so, dass ich ihn nicht für unterwegs nutzen wollen würde. Also das Konzept jeder Geräuschunterdrückung bisher ist ja, dass es in erster Linie dumpfe, gleichbleibende Töne rausfiltert. Genau. Ja, ja. Höhere Töne werden meist nicht rausgefiltert. Nee, schwieriger, weil die Frequenz dagegen zu steuern ist schwieriger. Ja, und ich finde immer bei ohrumschließenden Kopfhörern ist dieses Problem der Geräuschunterdrückung sowieso ein gemachtes, finde ich, weil ohrumschließende Kopfhörer filtern sowieso schon viel Geräusche raus. Ja, das aber ist trotzdem eine Konzept, gute Geräuschunterdrückung ist schon nochmal was anderes. Ich habe die Skullcandy Venue heißen die. Die haben, das sind von Skullcandy, die ist sowieso einer meiner Lieblingsfirmen, die sind gar nicht so teuer. Machen aber unheimlich gute Geräte. Wie gesagt, ich habe da den Venue, da kommt jetzt zur IFA, glaube ich, auch der Nachfolger. Und die Geräuschunterdrückung, die packt richtig zu, ja, muss ich sagen. Viel, viel mehr als beim MW65. Dafür hast du beim MW65 im Gegensatz zum Skullcandy nicht nach spätestens einer halben Stunde dieses komische, unangenehme, ja, ja, zugegeben, drücken, ja, ja, auf den Trommelfellen, weil ja, es wird ja ein Gegensound sozusagen erzeugt, wenn, genau, du so willst. Ja, ja, ja. Und das habe ich beim MW65 auch über Stunden nicht gehabt. Es ist so ein Kompromiss. So. Es ist ein Kompromiss. Ja, mir ist sie etwas zu zaghaft. Also wenn man schon Low und High macht in Sachen ANC, dann kann High dann auch mal richtig zupacken. Auch, genau, auch wenn es dann vielleicht drückt, mal eine halbe Stunde, kann die immer noch zurückschalten. Dann darf High aber auch nicht Geräusche noch verstärken. Also das ist das, ja, was mich halt eher so stört. Eine Geräuschunterdrückung soll es ja wenigstens vermindern. Sie muss ja auch nicht alles rausfiltern. Das sage ich ja gar nicht. Und also du kannst sie auch ganz ausschalten übrigens. Ja, genau. Aber dafür gibt es keinen Talk-Through-Modus wie beim Skullcandy. Das finde ich eigentlich ganz gut. Der benutzt dann die Außenmikrofone und halt, wenn du winkelhaft an der Kasse stehst und, ja, deine Kopfhörer weiter aufhast, dann kannst du trotzdem die Kassiererin verstehen, weil du halt diesen Talk-Through-Modus anhast. Den ich irgendwie seltsam finde, wenn man die Umgebung durch Mikrofone plötzlich hört. Ganz, das ist ein ganz seltsames Gefühl. Du kannst überhaupt nicht. Du kannst nicht mehr so richtig orientieren, wo kommt das Geräusch her. Genau, du weißt nicht, woher gerade das Auto kommt, das sich gleich umnieten wird. Nein, aber alles in allem finde ich den MW65 schon super. Also klanglich wer einen klaren, detailreichen und ausgewogenes Klangbild haben will, für wirklich nahezu alle Musikstile, vielleicht außer Rap und Hip-Hop, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das bei Master & Dynamic gefunden hat. Und wer bereit ist, 500 Euro für einen Kopfhörer auszugeben für sein iPhone, um mit seinem iPhone Musik zu hören, sollte den in die engere Auswahl nehmen, auf jeden Fall. Am iPhone wird übrigens SBC unterstützt als Bluetooth-Protokoll. Am neueren Mac-Modellen, die ja obskurerweise, glaube ich, aptX können. Mhm. AAC unterstützt der Master & Dynamic nicht. Und wo wir schon dabei sind, AAC sollte Apple auch ganz schnell in die digitale Tonne treten, weil AAC hat dermaßen Latenzprobleme, die hängen hinter dem aptX-Standard und allen möglichen einfach so weit hinterher. Es ist wohl nur dem Knatsch mit Qualcomm geschuldet, dass man im iPhone noch kein aptX-HD irgendwie benutzen kann, weil das haben mir viele Leute auf der letzten IFA gesagt, Kopfhörerhersteller, ja, wir bieten auch dieses AAC und das hat eine Latenz von 2 Sekunden, wenn es hochkommt und so. Benutzt das mal nicht, irgendwie ist scheiße irgendwie. Also Master & Dynamic bietet es gar nicht an, aber dafür SBC und das kann auch das iPhone und das ist qualitativ nicht so viel schlechter als aptX.
Ja, große Empfehlung eigentlich für von meiner Seite auch aus für den MW65, von deiner Seite nicht so. Wenn man ihn für zu Hause sucht, sofort. Mhm. Wenn man ganz gezielt nach einer Geräuschunterdrückung sucht, das tun ja durchaus Leute, weil sie den für Reisen, für unterwegs oder Berufspendler, die wollen so eine Geräuschunterdrückung. Ja. Entweder auf die nächste Generation warten oder sich nach was anderem nochmal umgucken. Genau, Skull Candy, Venue, ganz große Empfehlung. Ja. Bose hat ja da was am Start. Ja, ja. Ja, das muss man einfach wissen. Aber sonst, wie gesagt, vom Klang her habe ich nichts dran ausgesehen. Auch Verarbeitung super. Ja, ja, ach, Lammleder. Stimmt, ne? Das war noch so ein Punkt. Ich finde 2019... Muss es kein Lammleder mehr sein? Man kann eine vegane Variante an bieten. Das geht auch an Apple, an einige Hüllen und an sowas, was sie da, finde ich, das gehört dazu. So, Punkt. Du bist dran. Ich habe dieses Bose-Gerät mir angehört, denn Bose gilt ja seit jeher als der Kopfhörerhersteller mit dem besten Noise Cancelling, spätestens seit diesem Bose Quiet Comfort 35-2. Ja. War das nie mein Kopfhörer. Ich habe bisher immer unterwegs den Sennheiser PCX, ich glaube als PXC 550 genutzt, weil der für mich den besseren Sound hatte und das nicht so viel schlechtere Noise Cancelling. Bose hat jetzt auch taufrisch einen neuen Kopfhörer auf dem Markt, den Bose 700. Erfreulich, das sind irgendwie keine komischen Namen, sondern auch eine vernünftige Zahl, das kann man sich merken. Eine glatte Zahl, ja. Ja, das finde ich wirklich gut. Also noch cooler wäre irgendwie ein Name gewesen, aber Bose 700, das geht schon mal irgendwie klar. Das ist schon mal besser als der Bose QC 35 Römisch 2, den es da irgendwie vorher halt gab. Oder die von mir bereits angesprochenen billig NFC China Kopfhörer, die es in 17 Varianten gibt, die jeder mit einer anderen Buchstaben-Zahlen-Kombination und kosten alle gleich viel und du weißt nicht, was die Unterschiede sind. Ich fange mal mit den Schwachstellen dieses Kopfhörers an und das ist voll und ganz in Software. Das ist das Gute. Es gibt eine App dazu, mit der man den Kopfhörer einrichtet, konfiguriert. Die Nutzung der App erfordert eine Registrierung bei Bose. Oh, schön. Das finde ich wirklich, wirklich daneben. Es gab einen Pressetermin in Hamburg, das habe ich Leuten da schon gesagt. Und ich habe jetzt hier so ein Testgerät in der Hand und habe auch mit den Leuten von Agenturschnüffel gesprochen, dass das irgendwie... Das gibt zumindest mal keine Pluspunkte. Was ich dann so ein bisschen absurd finde, ist, das Noise Cancelling hat verschiedene Level von 0 bis 10. Es hat 10 verschiedene Noise Cancelling Stufen. Ich finde schon 2, finde ich schon. So, das kann man. Man kann es ein bisschen zurückdrehen, insofern, als dass man in Software kann man 3 favorisierte Stufen festlegen und die liegen dann auf so einer Noise Cancelling Taste und die drei kann man so durch. Klicken. Okay. Das ist auch okay. 3, 7 und 10 zum Beispiel. Genau, voreingestellt sind 0, 5 und 10, also als 5 als mittleres, 10 als maximales Noise Cancelling und 0 ist wirklich, wirklich gut gemachtes, was ihr gerade schon als Talk-Through-Funktionalität. Wir haben es in einem geschlossenen Raum getestet, wo mehrere Menschen miteinander gesprochen haben. Und wenn du das Ding aufhast und auf 0 stellst, du hörst die Menschen besser als ohne den Kopfhörer auf. Okay. Ja, das ist wirklich, wirklich absurd. Das ist wie ein Hörgerät im Prinzip. Genau, ja. Es ist schon funktioniert wie so ein Hörgerät. Das neue Cancelling funktioniert erstaunlich gut. Bei dem Pressetermin haben sie das simuliert, indem sie auf einem großen Fernseher ein 4K YouTube-Video mit wir fahren durch New York, also mit dem Fahrrad, glaube ich, durch New York und haben also Stadtgeräusche und haben es hoffentlich laut aufgedreht. Das kann man wirklich, wirklich gut ausblenden. Ich habe es inzwischen in 2 verschiedenen Städten, Hamburg und Kiel, auch schon selbst ausprobiert. Es ist wirklich, wirklich ruhig drumherum und es hat so den Effekt, das habe ich bei fast allen Noise Cancelling Kopfhörern, auch wenn ich die auf Level 10 drehe und die aufsetze und ja, es wird dumpfer und es dauert halt 2-3 Sekunden, dann ist es ja eigentlich so doll. Und man läuft mit 3 Minuten die Gegend und die wieder ab. Und plötzlich. Und die Welt stürzt ein, weil also mal rein so laut. Ja, ja. Ich habe es inzwischen auch schon im Bus testen können. Ich habe es noch nicht in einem Flugzeug testen können. Da meine letzte Flugreise war 2 Tage zu früh. Mal gucken, wann die nächste so ansteht. Ich bin von dem ganzen Tragekomfort bin ich sehr überzeugt. Ich kann das gleich lange mit durch die Gegend laufen. Und das auch. Wo ich auch erst unlängst darauf achte, auch als Brillenträger kann man das Ding lange tragen, weil es ist sehr, sehr weich.
Was sie nicht haben, also sie haben das Ding so konzipiert, dass es schon für Reisen ist. Man kann ihn relativ flach zusammenlegen, das ist Tragecase, das Schutzcase ist extrem flach, deutlich flacher, als es Sennheiser so geschafft hat. Pluspunkte gibt es dafür, dass die Kabel, die man braucht, nicht einfach so drin liegen oder hinter so einem Klettverschlussding sind, sondern hinter einem Magnetverschluss. Ja. Was sie vergessen haben einzubauen, ist das, was Sennheiser großartig macht. Wenn man die Kopfhörer in der Position hat oder die Ohrmuschel in der Position hat, wie man sie benutzt, dann ist der Kopfhörer an. Oh. Und wenn man die Sennheiser-Dinger umdreht, also so, dass die um 90 Grad gedreht werden, dann geht der Kopfhörer aus. Oh. Das haben die Bose-Dinger nicht. Aber immerhin kann man bei den Bose-Dingern in der Software einstellen, nach wie vielen Minuten Nichtnutzung als ausschalten soll. Das hat zum Beispiel Dr. Dre lange nicht geschafft. Da haben die Kopfhörer abgenommen und dann waren sie nach 2 Stunden leer. Weil man vergessen hat, sie auszumachen. Ja, genau. Stichwort Billig-China-Dinger. Und darüber ist auch die ganze Dr. Dre-Dokumentation zusammengebrochen. So. tatsächlich sind das so die Kopfhörer, die aktuell das beste Noise-Canceling haben. Ich habe zu Hause zum Testen, habe ich mir von den Bose-Leuten nochmal schicken lassen, diese Quiet Comfort 35 Römisch 2-Dinger, die im Vergleich zu hören. Das ist kein großer Unterschied. So, wenn man jetzt auf das neue Design nicht so abfährt und diese Talk-Through-Technologie vielleicht nicht unbedingt benötigt, dann sind die QC35 Römisch 2 immer noch eine sehr, sehr gute Wahl. Im direkten Vergleich sind die neuen tatsächlich besser. Das war jetzt auch irgendwie zu erwarten. Alles andere wäre ein bisschen traurig. Besser sind sie vor allem aber auch klanglich. Wobei das immer ab einem gewissen Niveau natürlich auch subjektiv ist. Die Kopfhörer kosten 400 Euro. Das haben damals, als sie auf den Markt kamen, die Sennheiser, denke ich, auch gekostet. Sennheiser hat schon immer so recht neutralen, aber trotzdem sehr eigenen Sound. Ich würde immer noch behaupten, dass ich Sennheiser-Kopfhörer finde ich raus aus einem Pool von 5-6, die man mir vorsetzt. Weil ich die auch lange genug einfach gehört habe, den Sennheiser-Klang. Diese Bose-Dinger gefallen mir. Das sind die ersten Kopfhörer, die ich in der Preisklasse vom Klang her auch wirklich mag. Wie gesagt, rein subjektiv. Sind am nächsten an dem Sennheiser-Sound wahrscheinlich einfach nur dran. Die einzigen anderen Kopfhörer, die ich besitze und die ich für den Klang wirklich mag, sind diese Biodynamic Amiron Wireless-Dinger. Aber die kosten auch irgendwie 700-800 Euro. Das ist ein völlig anderes Niveau. Da würde ich auch erwarten, dass die besser klingen. Ja, ist auch diese Geschichte mit dieser Mimi-Klang-Optimierung, genau. Den Avento Wireless. Das ist tatsächlich dann nochmal eine ganz andere Schiene, finde ich. Ja. Nachdem ich jetzt fünf Jahre diesen Sennheiser-Kopfhörer gehabt, den vermisse ich tatsächlich nicht. Das will was heißen. Du hörst sehr klassische Marken, muss man sagen. Ne? Also diese ganzen neuen Marken wie Skullcandy und so sind bei dir noch nicht über den Schreibtisch gegangen oder über die Ohren gegangen. Dr. Dre, ich höre sonst beim Sport, wenn ich unterwegs bin, höre ich die, habe halt die Powerbeats Apple, ne? Drin. Ja, ja. Das habe ich nicht anders erwartet. Hatte ich aber auch vorher schon. Also, für Sport finde ich die immer am besten. Bei diesen anderen, also jeder baut ja Sportkopfhörer von JBL und wie sie alle heißen. Und die waren alle nichts für mich. Vielleicht habe ich auch, keine Ahnung. Ach, ich bin auch kein großer Fan von In-Ear-Kopfhörern, muss ich ehrlich sagen. Ich bin immer froh über jeden Over-Ear oder jedenfalls On-Ear, den ich kriege. In-Ears, nach kurzer Zeit mag ich das nicht mehr, das Gefühl irgendwie. Und dann benutze ich den nicht mehr. So geht's mir. Ja, das ist bei mir häufig auch der Fall. Wie gesagt, da sind es auch die Sennheiser, die Momentum True Wireless von Sennheiser, die halte ich relativ lange in den Ohren aus. Aber ich merke es halt früh genug. Ne? Ich merke es nur nach 3/4 Stunde merke ich, ach ja, du hast es im Ohr stecken. Wohingegen ich so die guten On-Ear oder Over-Ear-Kopfhörer, die ich habe, teilweise einfach auch vergesse, dass ich die auf habe. Also ich merke es nicht mehr, dass ich, natürlich bin ich doof, ich merke, dass ich Musik höre, aber ich merke es halt nicht als störend, dass ich die gerade auf habe. Und da sind die Dinger von Bose hier, die 700er, die 400 Euro kosten, naja, wir Zahlen angleichen können oder sowas, aber das wäre noch ein guter Gag. Die Bose 700 kosten 700 Euro? Produkte einfach so heißen, wie sie kosten. Das MacBook 1249. So. Ja. Weißt du, sofort woran du bist. Wäre ehrlich. Ja. Oder das MacBook 128 hat halt nur 128 GB. Ne? Ja. Wie damals beim Atari Mega ST4 und so, ne? Ja. 4 MB. Und ist das nicht bei Autos auch manchmal so, dass die
entsprechend ihrer. Egal. Aha. Ich habe noch ankündigen, ich weiß noch nicht, ob es. Also, es wird kurzfristig einen Test dazu geben, auf jeden Fall online, ob es rechtzeitig fürs Heft fertig wird, weiß ich noch nicht. Es wird dann aber auch in einer der nächsten Ausgaben nochmal einen ausführlichen Vergleichstest geben von Active Noise Cancelling Kopfhörern. Den hätte es eigentlich schon in der aktuellen Ausgabe geben sollen. Gibt es deswegen in der aktuellen Ausgabe noch nicht, weil wir da einen Kopfhörer im Testfeld haben von einem auch recht großen Hersteller, wo sie zwar so einen Active Noise Cancelling Schalter eingebaut haben, aber die Funktion irgendwie nicht. Das ist ja doof. Ja. Und ich habe auch die Autorin, die das für mich schreibt, ist eigentlich auch Fan dieser Marke und rief mich dann irgendwann eher genervt als unglücklich an, was das denn wohl sei. Und wir haben schon häufiger mit dem Hersteller darüber gesprochen, die haben auch ein zweites Gerät geschickt, weil sie das nicht glauben konnten. Und das ist genau so. Also ich saß auch mit diesem Kopfhörer, ich nenne den Namen jetzt nicht, weil vielleicht ist das tatsächlich irgendwie ein Defekt und vielleicht haben wir das zweite defekte Gerät bekommen, die haben einfach so ein Produktionsproblem oder so, wer weiß das schon. Ich saß mit diesem Kopfhörer im Flugzeug. Und ich habe tatsächlich auch beim Start, bei Landung während des Fluges, ich habe keinen Unterschied gemerkt, ob ich dieses Active Noise Cancelling aus auf Stufe 1 oder auf Stufe 2 habe. Das muss ja ein Fehler sein. So, es wird ja dann schon verkauft, dieser Kopfhörer. Ja. Kein Unterschied ist gleich übertrieben. Es wird halt ein bisschen dumpfer. Also, ist ja wie so ein Falthandy. So. Aber die Musik, die man hört, die wird ein bisschen dumpfer, je höher man von 0, 1 bis 2 man das Active Noise Cancelling schaltet. Noise Cancelling heißt Musik leiser machen. Aber ja, nicht mal leiser, dumpfer machen. Okay. Ja, bei verschiedenen Musikern kann ich das verstehen. Also, dass man den Noise ausblendet. Ja. Der Hip-Hop-Canceling. Ein Kopfhörer für Menschen mit Musikgeschmack. Genau, ja. Helene Fischer. Überhaupt nichts mehr. Absolute Stille. Jetzt habe ich mich mit der Autorin neulich auch getroffen. Wir waren in Hamburg unterwegs und hatten. Mit Helene Fischer? Was? Mit Helene Fischer, ja. Die schreibt für uns. Das ist, und Tesla Kopfhörer, passt ja. Finde ich echt gut. Vielleicht, das dürfte die Auflage auch nach oben treiben, finde ich gut. Ich darf sie nie im Leben hören, dass ich hier den Fischer genannt habe. ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit hier. Wir genau. Verraten es nicht. Mit unterschiedlichen Kopfhörern durch die Gegend gelaufen. Und was der absolute Wahnsinn ist, wenn ich den, ich hatte da den Sennheiser Kopfhörer auf, den PCX55. Und wenn dann mit mir jemand spricht, ich nehme das nicht wahr. Also wenn ich hingucke, und sehe, aha, jemand spricht mit mir, dann kriege ich es auch mit und dann hört man es auch. Aber sonst geht es halt unter in allem, was so weggeblendet wird. Und dann haben wir Kopfhörer getauscht und mit dem anderen Kopfhörer, der da gerade so in der Kritik bei uns steht, als ob ich den nicht auf hätte. Du sprichst mir, ich höre das einfach. So, klar, also leicht gedämpft, weil ich halt einen Kopfhörer auf habe. Aber ich kann normal mit dir reden, während ich das Ding auf habe. Du nicht mit mir, weil du mich nicht hörst, weil du nur den vernünftigen ANC-Kopfhörer auf hast. Aber das ist, schwierig. Mit denen reden wir auf jeden Fall noch und gucken, ob die da irgendwie was zu sagen. Ja, okay. Gut. Tja, haben wir es? Ich glaube, sie sind soweit. Mit denen reden wir noch, war ein gutes Schlusswort. Schon. Haben wir noch was? Herr Raukamp, da ist noch was auf der Liste. Oh ja, ich habe Newsletter-Fail und was für ein. Nachdem wir keine Spam-Mail des Monats heute haben, haben wir Newsletter-Fail des Monats. Ja, ich habe also ein Newsletter bekommen, da sind Schuhe drauf. Also versucht mir jemand Schuhe zu verkaufen, was ja an sich nicht verwerflich ist. Nö, kaufst ja was. Sommerschuhe. Und da ist wohl gerade ein Sale. Und da hat irgendwie stimmt da was mit der Übersetzung nicht. Die Überschrift lautet: Ergreifen Sie den Schwanz des Sommers. wir rätseln seitdem im Bekanntenkreis und auch hier im Büro, was denn wohl das Original sein könnte. The Tale of the Summer, sagt das irgendwie was aus Summer's über Tale. Den vergehenden Sommer? Dann hat meine Freundin gesagt, es gibt, damit ist bestimmt A Tale, also die Geschichte eines Sommers gemeint. Aber was soll man da ergreifen? Also es ergibt auch nicht viel Sinn. Wie auch immer, irgendjemand hat das wohl durch irgendeine maschinelle Übersetzung geschickt und herauskam, ergreifen Sie den Schwanz des Sommers. Ah. Das ist also ein chinesischer Schuhhersteller übrigens, da sind wir ja beim Chines, Herr Schack. Ich weiß nicht, ob ich den Schwanz des Sommers ergreifen will. Lieber also nicht. Es gibt es Summer's Tale, das ist ein Musikfestival, aber da gibt es ja auch bei Lüneburg. Ja, genau, richtig. Ja, 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 ja.
Sehr gut, das beginnt auf Datum der Aufnahme ist heute 1. August. Das beginnt, glaube ich, sogar heute. Oh, das war ja. Und also wer da in der Nähe ist, unbedingt hinterspielen. Sass spielt da Elbow, spielen da Suede, spielen da. Das ist wirklich, wirklich gut. Ist bestimmt Hemmler gerade da, oder? Nee, der ist in Schweden. Der ist in Schweden und lässt sich von Mücken auffressen. So. Und er greift dann den Schwanz des Sommers. Aber auch einen sehr guten Newsletter habe ich bekommen, der hat mir gefallen, weil Newsletter wird ja eigentlich immer, wenn man seine Inbox aufmacht, wird immer nur so der obere Teil gezeigt. Da habe ich einen Newsletter bekommen, so geht es nämlich auch, wo dann nur stand, scroll down, dumbass. Das fand ich unheimlich gut. Ein Newsletter, einer der wenigen Newsletter, die ich beachtet habe. Publikumsbeschimpfung. Funktioniert immer. Funktioniert immer. Ja. Ja. Ja, gut. Schön. Also ergreifen wir, jetzt gehen wir alle raus, ergreifen wir den Schwanz des Sommers. Wir suchen jetzt den Schwanz des Sommers. Ja. Findet sich gut. Bestimmt. Und ziehen ordentlich. Das, was wir nichts zu erzählen hatten, aber doch 2,5 Stunden voll gemacht. So gehört sich das. Ich glaube, ein guter Schlusspunkt. Wir machen noch ein bisschen Sommer, ihr auch. Erstaunlich, wie man mit Inkompetenz Stunden füllt. Böse Zungen sagen, nein, lassen wir das. Ich wollte sagen, dass wir das Heft mit Damen füllen, aber. Das ist aber ganz böse Zungen. Okay. Gut, das soll es gewesen sein. Genießt den August. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war ziemlich, ziemlich gut. Ich behaupte, das war bisher der beste Podcast. Das sagst mit jedes Mal. Nein, ich sage. Du sagst das jedes Mal. Herr Schack sagt das jedes Mal. Ich sage jedes Mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich wieder gesagt?